Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Kaas. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Joana Kerschbaum und Eva Maria Schauer. Du bist ein Ventilator, Ventilator. Das stimmt. Ja, du bist ein Ventilator. Ich glaube, das gab es auch noch nie, dass eine Sprich-Stuttgart-Folge einfach mit einer Gesangseinlage gestartet ist. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, es sind alle wach erstmal, die hier eingeschalten haben. Richtig. Und man muss ja auch wirklich sagen, dieser Song der Orsons, der ist ein richtiger Ohrwurm und wahrscheinlich kennt ihn inzwischen auch so gut wie jeder in Deutschland. 2015 kam er raus und wurde seitdem über ganze 24 Millionen Mal auf Spotify gestreamt. Also diese Zahl muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und genau, Joana und ich, wir zwei moderieren diese Folge zusammen und freuen uns sehr, dass du, Kaas, heute bei uns bist. Du bist Mitglied, also quasi ein Viertel der Orsons, aber auch als Solokünstler unterwegs. Und erstmal hey und herzlich willkommen bei Sprich Stuttgart, dem Podcast für und über Stuttgart. Hallo. Hallo. Danke für die Einladung. Es freut mich, hier zu sein, an diesem schönen Ort. Ja, das freut uns auch sehr. Und jetzt mal zuerst als Einstiegsfrage, sag mal komplett ehrlich, kannst du den Ventilator-Song eigentlich selbst noch privat hören, beziehungsweise macht es dir noch Spaß, den auch zu performen auf der Bühne, oder hängt er dir so langsam schon aus den Ohren raus? Es ist wie bei vielen Songs, die dann erfolgreich werden, er hing mir schon von Anfang an Ich mochte ihn nicht so sehr, ne? Ich wusste, das ist so hittig und so, aber ich mochte meinen Part nie so richtig. Ich fand ihn immer so ein bisschen, die Drums waren mir nicht irgendwie rappig, also es war alles nicht so mein Ding, aber es war halt ein cooles Ding und hat gut funktioniert. Mhm. Man hat auch eine Reaktion immer gesehen, dass Leute das feiern und so. Voll. Ist halt ein Ohrwurm, ne? Also ja, voll. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, also als der Song 2015 rauskam, da war ich 15. Mhm. Und seitdem kommt mir der Song halt wirklich immer bei jeder Situation, wenn ich halt irgendwie nur das Wort Ventilator höre, immer voll ins Ohr. Und ich muss sagen, ich feiere das voll. Ja, krass. Super, super. Genau. Genau. Das ist der Weg. Ja. Es hat damals Tuas Tochter, wir waren an der Ostsee. Und haben dort eine Session gemacht, Tua und ich, waren mit unseren Frauen in der Ostsee, Tua mit seiner Tochter noch und so. Mhm. Und es war während der WM, hier dieses, da wo Deutschland Weltmeister geworden ist. Ne? Mhm. 2014, ne? Genau. Stimmt, genau. Ja. Und irgendwie, Sophia ist so eines Morgens so entlang gelaufen, hat dieses Lied einfach gesungen. Weil irgendein Ventilator lief und sie so, und Tua so, nimm das wir auf, nehmen das. Nimm das kurz auf. Hä, wie lustig. Dann hatten wir den Beat, ja. Das war, das ah, das ist ja total cool. Ja. Ey, direkt die ersten Minuten dieses Podcasts und schon ist die Entstehungsgeschichte dahinter exposed. Richtig nice. Genau. Richtig cool. Ich glaube, solche Sachen werden wir heute noch ganz, ganz viel hören. Wir haben jetzt zwei Stunden vor uns, wo wir sehr viel über deine Musik sprechen können und über genau solche Erlebnisse. Cool. Und wir freuen uns voll drauf. Aber bevor wir richtig in diese Folge reinstarten, würde ich sagen, sprechen wir noch mal kurz über dich. Ich stelle dich sozusagen mal kurz vor. Wir haben dich natürlich im Vorfeld gestalkt. Mal geguckt, wer ist Kaas eigentlich, für alle, die es nicht wissen. Hier kommt eine kurze Zusammenfassung. Also Kaas, dein bürgerlicher Name, wie man ja so schön sagt, ist Lukas Michalczyk. Habe ich es richtig ausgesprochen? Genau. Du bist sehr gut. die Namen sind immer das Schwierigste. Man weiß ja nie. Aber genau, dein Name. Und du bist 1982 in Polen geboren und in Reutlingen aber aufgewachsen. Genau. Du bist Rapper und stehst beim Stuttgarter Label Chimperator Productions unter Vertrag. Und, Unter Handschlagvertrag, aber auf jeden Fall, du bist mit Chimperator am Rödeln Musik machen und bist ein Viertel, Eva hat es schon gesagt, der Hip-Hop-Gruppe Die Orsons und mit den Songs Ventilator, haben wir ja gerade hier schon gehört, performt von Eva und mir und Schwung in die Kiste ist auch so ein anderer Ohrwurm, wir haben vorher erst drüber gesprochen, das sind einfach zwei Songs von euch, die sehr bekannt sind und einfach, ihr sorgt für Ohrwürmer, das steht fest. Mhm. Rap machst du schon relativ lange, seit du 14 bist. Und auch wenn vielleicht der Erfolg erst ein bisschen später kam dann für euch 2007, als ihr die Orsons gegründet habt mit drei anderen Rappern, da ging es dann für euch richtig los.
Und mit deinem Soloalbum hast du dann 2 Jahre später auch für viel Gesprächsstoff gesorgt, werden wir sicher auch später noch drüber sprechen. Mhm. Genau, das bist du zumindest mal in der groben Zusammenfassung, die wir hier mal kurz rausgesucht haben. Mhm. Und wie gesagt, wir freuen uns, dass wir die nächsten 2 Stunden hier mit dir quatschen dürfen. Ja, cool. Voll. Ich freue mich auch. Ja, genau. Und bevor wir jetzt gleich auf deinen spannenden Lebens- und Karriereweg eingehen, möchte ich noch kurz die Joana vorstellen, damit alle auch wissen, mit wem sie es hier eigentlich sonst noch so zu tun haben. Mhm. Genau, Joana hat die Moderationsweiterbildung am Institut für Moderation absolviert und ist jetzt also Alumna des IMMOS. Im Master hat sie Unternehmenskommunikation an der Hochschule der Medien in Stuttgart studiert und arbeitet als Reporterin bei Das Ding im SWR Stuttgart. Ja, und Eva, natürlich möchte ich auch dich noch kurz vorstellen, damit wir hier alle 3, die hier am Tisch sitzen, haben. Die Eva ist auch IMO-Alumna, hat mit mir zusammen das Qualifikationsprogramm für Moderation am IMO gemacht und studiert im Diplom Journalistischen Film an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Und auch du arbeitest beim SWR in Baden-Baden auch als Nachrichtensprecherin und Redakteurin für Das Ding im Radio. Und für alle treuen Sprich-Stuttgart-Hörer, euch ist vielleicht aufgefallen, dass hier jemand fehlt, der sonst immer am Mikro sitzt, nämlich der Stefan Ferdinand. Der ist ja auch Initiator dieses Podcasts, heute allerdings aber heute nicht vom Mikro mit dabei. Es ist tatsächlich die 2. Folge Sprich-Stuttgart, die in Anführungszeichen nur von IMO-Alumna moderiert wird. Die erste war mit Ingo Zamperoni, die Originals haben die natürlich auch gehört. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört auch da gerne mal rein, auf Spotify ein bisschen runterscrollen. Und das ist jetzt die 2. Folge in diesem Format und wir freuen uns sehr drauf. Und jetzt muss ich aber gleich ganz zu Anfang dieser Folge kurz drauf zu sprechen kommen. Vielleicht habt ihr es schon gehört, es rauscht so ein bisschen im Hintergrund und man hat vorhin auch mal ein Flugzeug gehört. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, wo sind wir hier eigentlich? Und deswegen kommen wir jetzt zur... Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung. Ja, Kars, wir sind an einem ganz besonderen Ort heute. Den hast du dir ausgesucht. Vielleicht magst du uns mal erzählen, wo sind wir heute und warum? Also wir sitzen gerade direkt auf der B27. Rechts und links von uns fahren Autos in hoher Geschwindigkeit und es riecht nach Abgas. Sicherheit schreiben wir ganz so groß. Typisch Stuttgart. Genau, ist einfach mein Lieblingsort hier. Ich mag die B27 sehr, sehr gerne. Ich hatte letzten Sonntag einen Steinschlag. Oh je. Sehr gut getan. Seitdem habe ich die ganze Zeit, Versicherungshustle. Oh je. Weil ich keine Versicherung erreiche wegen dem Hagelschaden aus Ludwigsburg. Es ist so viel los, gerade bei den Versicherern. Also es ist echt verrückt. Stressig. Hat mich trotzdem nicht davon abgehalten, uns hier zu platzieren. Ich glaube, du sorgst hier ultra für Verwirrung. Also wir merken schon, der Versicherungsfall, der löst offensichtlich was in dir aus. Ja, absolut. Zum Glück sind wir nicht wirklich auf der B27, muss ich hier mal reingreifen. Kars, klär uns auf, wo sind wir wirklich? Wir sitzen hier vorm Schloss. Schloss Hohenheim. Ich wollte gerade Hohenstein sagen. Alter. Schloss Hohenheim, genau. Ich wohne hier nicht weit von entfernt. Ich laufe hier immer, ist meine Joggingstrecke. Hier komme ich immer vorbei und laufe da runter. Und ist einfach einer der schönsten Orte in dieser Stadt, finde ich. Ne? Mhm. Also wir sind vor 6 Jahren hierher gezogen. Und das war mit ein Grund, warum wir hier doch, es ist schon sehr am Rand, ne? Es ist so in der Nähe vom Flughafen und so. Deswegen auch das Flugzeug, das wir vorhin vielleicht ganz habt genau. ihr es gehört. Ja? Ihr werdet noch ein paar andere Flugzeuge hören auf jeden Fall. Aber ich liebe das einfach, das ist so eine... meine Lieblingsjoggingstrecke. Das ist total verständlich, weil hier ist auch wunderschön. Ja. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können jetzt ja nicht sehen, wo wir sitzen. Ah. Vielleicht kannst du sie mal noch kurz so ein bisschen mitnehmen und wirklich beschreiben, was ist hinter uns, was ist vor uns, wie sieht es hier aus? Also vor euch, hinter mir, ist ein Schloss. Das ich glaube, halb Bibliothek und halb Universität mittlerweile ist. Mhm. Man sieht Säulen und schöne große Fenster und ein riesiges Gebäude. Vor mir, hinter euch, ist der Park, der wunderschöne Schlosspark. Dahinter ist noch der exotische Park, wo Bäume aus der ganzen Welt stehen und einfach ein wundervoller Ort ich kann es nur empfehlen, zum Besuchen mal durchspazieren und sowas, wer es noch nicht kennt. Ich kannte es nicht, ich bin ja nicht ursprünglich aus Stuttgart, ne? Ich komme eigentlich aus Reutlingen. Aufgewachsen in Reutlingen und so. Und ich kannte die ganzen Jahre, wo ich in Stuttgart gelebt habe, die ersten Jahre im Osten und sowas,
Kannte ich das hier gar nicht, ne? Nur so vom Hören sagen, und ich bin aber nie hier rausgefahren. Ich dachte, nee, was soll ich da und so. Mhm. Aber als ich das zum ersten Mal gesehen habe, mega schön. Voll gut. Übrigens noch Respekt für eure ganzen, euren Werdegang und all die schönen Sachen, die ihr macht. So, ne? Danke. Ich konnte noch gar nicht darauf reagieren, als ihr euch vorgestellt habt und so. Das ist krass. Das Danke. Krass. Können wir aber cool. genauso zurückgeben. Ich wollte gerade sagen, also, aber eigentlich sprechen wir über deinen krassen Werdegang. Aber danke dennoch, ja. Ja, aber jedenfalls, Cars, wir möchten dich jetzt als Menschen gerne noch so ein bisschen besser kennenlernen und würden Sehr jetzt gerne beginnen mit so einer kleinen Zeitreise zurück in deine Kindheit mit dir, wenn das für dich passt. Du bist ja in Polen geboren und mit 4 Jahren dann nach Reutlingen gezogen. Kannst du dich denn überhaupt noch so an die Zeit in Polen erinnern oder ist es so ein bisschen blurry bei dir? Auf jeden Fall natürlich blurry. Ich kann mich an einzelne Sachen erinnern. Ich erinnere mich, also eine frühe Erinnerung, die ich habe aus Polen ist, dass meine Mom mir eine Maus gekauft hat auf dem Heimweg. Wir waren irgendwie in der Kirche oder in der Stadt oder sowas. Und auf dem Heimweg in Gliwice gab es so Mäuseverkäuferin, so am Straßenrand hatten die einfach so 40 Mäuse auf dem Körper rumrennen und so. Dann haben die eine in so eine Milchtüte gepackt und die verkauft. Ne? Und die habe ich geschenkt bekommen, obwohl meine Mutter mega Angst hatte vor Mäusen. So als Haustier dann? Genau. Und ich habe die mitgenommen und so in meinem Kinderwagen so gehabt. Und als wir zu Hause angekommen sind, habe ich die Tüte rausgeholt und es war ein Loch in dieser Maustüte. Oh. Die Maus war irgendwo in der Wohnung und meine Mutter hat übelst Panik bekommen. Daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Habt ihr die Maus noch gefunden? Erinnerst du dich daran noch? Das weiß ich nicht mehr. Oh. Ich glaube, es ging nicht gut aus. Ich glaube, das habe ich verdrängt. Ich weiß es nicht. Stark. Das ist eine krasse Geschichte. Ja, solche Sachen. Ansonsten, ja, ich erinnere mich halt, wo ich gewohnt habe, ne, an die Umgebung so ein bisschen. Ne. Und ich erinnere mich an meinen 4. Geburtstag. Habe ich irgendwie so Cowboy-Pistolen bekommen und sowas. Und kurz danach sind wir nach Deutschland gekommen und sowas. Einige Sachen. Ja. Du hast natürlich dann auch einen Großteil deines Lebens einfach hier verbracht. Deswegen verstehe ich, dass es so blurry ist. Hast du heute noch eine Verbindung zu Polen? Also ich weiß nicht, bist du manchmal dort? Super selten. Also ich habe noch Familie, aber der engste Kreis ist schon hier. Und deswegen super selten in Polen. Also leider. Ich habe auch die Sprache verlernt und so. Ich kann es kaum noch sprechen. Ich habe gerade so Duolingo. Der Klassiker. Ich versuche so. Hast du deinen Streak gehalten? Hast du das heute schon gemacht? Nein, Mann. Ich hatte so einen 64-Tage-Streak und dann wurde es so eine Stufe schwieriger. Und dann gingen diese ganzen polnischen. Jeder, der die polnische Sprache kennt, ne, es gibt so viele für mich so unlogische Abänderungen von Worten und sowas. Das hat mich so ein bisschen überfordert. Und dann habe ich die Streak irgendwann. Es war Urlaub, ich war im Urlaub tatsächlich. Und okay, dann hast du ja eine Ausrede. Im Urlaub hatte ich eine gute Ausrede und hab die Streak gebrochen und seitdem wurde sie nicht älter als 3 Tage. Keine Ahnung. Ja. Aber würdest du sagen, es gibt denn trotzdem so Dinge oder, keine Ahnung, Charakterzüge an dir, wo du sagen würdest, boah, das ist echt richtig polnisch oder allgemein so osteuropäisch? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Was ist osteuropäisch? Also ich will da nichts vorwegnehmen, aber vielleicht so eine osteuropäische Melancholie oder Schwere, keine Ahnung. Oh ja, ja. Ja, wobei ich weiß nicht, ob das osteuropäisch ist, ne? Ich mag so solche komischen romantisierten Depressionen nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, es gibt, glaube ich, in jedem Land, das irgendwie viel gelitten hat und sowas, Melancholie und generationsübergreifende Melancholie und so. Das, weiß ich nicht, ob das jetzt typisch osteuropäisch ist oder so. Ja, ich meine, man muss dir ja auch nichts andichten, was du sagst, fühlst du gar voll. Nicht. Ja. Also ich habe schon Depressionen, so ist es nicht, ne? Aber ich frage, ob die osteuropäisch sind. Genau.
Ja, da kommen wir später sicher auch nochmal drauf zu sprechen dann, ne? Aber genau. Du hast ja einfach auch einen Großteil, wir haben es gerade schon gesagt, einfach deines Lebens bisher hier in Deutschland verbracht und im Raum Stuttgart und natürlich auch in Reutlingen, deine Kindheit und Jugend. Mhm. Vielleicht gucken wir mal lieber da drauf. Mhm. Du bist ja da auch zur Schule gegangen, glaube ich. Mhm. Wie war denn so die Zeit deiner Kindheit in Reutlingen? An was erinnerst du dich da noch? Auch die Schulzeit vielleicht ist ja auch eine prägende Zeit immer im Leben. Also gerade im Zusammenhang mit nach Deutschland kommen und so, ich erinnere mich auf jeden Fall daran, wie schwer es mir gefallen ist. Aber ich war 4 Jahre alt und ich hatte gerade so reden gelernt und es ist Polnisch halt, ne? Und dann kam ich nach Deutschland und es war so, ich kam an und alles, was ich gelernt habe bisher, war eine Lüge und funktioniert nicht. So. Das ist auch echt gemein. Das war so ein bisschen. Du lernst ein Kind gerade sprechen und dann... Das war echt... deswegen habe ich damals dann auch die Sprache so, nee, ich will das nicht mehr reden, das funktioniert nicht, ich rede jetzt nur noch Deutsch, und sowas. Mhm. Und gut, aber das hat jetzt nicht wirklich was mit der Schule zu tun, weil als ich in die Schule gekommen bin, konnte ich eigentlich schon Deutsch. Mhm. Da konnte ich eher schon keinen. Das ist übrigens gerade ein Koffer, der an uns vorbeirollt. Mhm. Ich habe es gehört, aber noch nicht gesehen. Ja, ja. Ich dachte, auf dem Weg zum Flughafen, in den Urlaub. Wo werden sie hingehen? Ist es die Domrep? Ist es Mallorca? Ja, ist nicht schlecht. Oder ist es ein Pariser Urlaub im Olympiadorf? Sieht so aus, finde ich. Sieht nach Olympia aus. Ich glaube auch, ne? Na, wir sitzen ja hier wirklich direkt auf dem Weg, da laufen dann schon immer mal wieder Leute vorbei. Genau, also nicht wundern, wenn es noch weitere komische Hintergrundgeräusche gibt. Stimmt. Ja. Genau. Mhm. Ja, Schule. Wie war das da für dich, als du dann in die deutsche Schule gekommen bist in Reutlingen? Ja, wie gesagt, ne, ich konnte da schon Deutsch und so. Ich war halt immer schüchtern. Ich weiß aber nicht, ob das damit zusammenhängt, dass ich halt am Anfang dann irgendwie in Deutschland so... Wobei, nee, ich war schon immer schüchtern. Mhm. Einfach schüchtern. Ich war so ein schüchterner Schüler, der still in der Ecke hockt und versucht, nicht dran genommen zu werden. Oh nein, kenn ich irgendwo. Ja, eigentlich. Du hast ja auch einen Song, der heißt Clown und darin beschreibst du ja so ein bisschen, was so Mobbing, Hänseleien oder sich allgemein über eine Person lustig zu machen, was das so für Folgen haben kann. Mhm. Würdest du sagen, dass der Song damit auch quasi beschreibt, wie so das Verhältnis zwischen dir und deinen Mitschülern früher gewesen ist? Ob der Song beschreibt? Ja. Durchaus. Also ist es halt super... super speziell. Sind nicht nur meine Schüler, sondern alle Situationen, alle Situationen, in denen mehr Leute da waren als drei, sag ich mal so. Ne? Sobald 8 Leute da sind, bin ich halt jemand, der eher still ist und sowas. Mhm. Und, zum Glück sind wir hier nur zu dritt. Ja, ist perfekt. Genau. Bin ich irgendwie immer stiller und ich glaube, jeder introvertierte Mensch kennt das so, ne, wenn man so, auch in der Familie und sowas, ne, man sitzt an so einer Tafel mit Cousinen, Cousins, Onkeln, Tanten und so und irgendwann kommt dann so die Frage, hä, warum bist du denn jetzt so still? Warum bist du still? Warum sagst du eigentlich nichts? Mhm. Und man ist so, diesen Moment hatte ich voll oft in meinem Leben, ne, so, ich war einfach still und habe beobachtet und ich habe mich nicht schlecht gefühlt, aber immer durch diesen Moment war es dann immer so, okay, irgendwie irgendwas stimmt mit mir nicht und sowas. Ne? So, das habe ich oft gehabt. Und auch in der Schule eben so, ne? dieses Ding. Und der Clown habe ich erst hab ich geschrieben, nachdem ich so, das war ein Artikel in der Psychologie heute, wo der Artikel hieß, die Stärke der Stillen. Mhm. Und da geht es halt um Introvertiertheit und dass das halt normal ist. Ne? Und da habe ich zum ersten Mal gedacht so, hey, warte mal, das bin ich. Und es ist, wie die sagen, das sind 50% der Menschen sind einfach still, aber man kriegt nichts von denen mit. Weil die halt still sind. Ne? Ah, krass. Genau. Und genau. Also das war so ein Moment für dich, wo du gemerkt hast, okay, ich bin gar nicht komisch, oder das, weil du vorhin gemeint hast, hast dich gefragt, was stimmt mit mir nicht. War das so ein Moment, wo du vielleicht gemerkt hast, mit mir ist alles okay, es gibt auch andere Leute, 50% sogar circa, die so sind. Genau. Ja. Krass, auch voll, krasser Moment doch, oder? Absolut. Also für mich hat es voll viel geändert, voll viel Selbstakzeptanz und sowas, ne? Dass ich gemerkt habe, so, hey, okay, ich muss mir jetzt keinen Druck machen, die ganze Zeit so und so zu sein, sondern
ich bin, wie ich bin und sowas. Mhm. Aber ist diese Erkenntnis, also das ist ja, glaube ich, was, wo ganz viele, gerade junge Menschen, immer mal wieder so durchmachen, dass sie sich fragen, wieso bin ich so, wie ich bin? Oder auch dieses Akzeptieren, alles gut, ich bin halt so, wie ich bin, sich so selbst akzeptieren. Mhm. Ist das so ein Moment, weil wir jetzt ja gerade noch bei deiner Kindheit waren oder bei deiner Jugend, wann, also kam das schon in deiner Jugend oder ist das erst dann später passiert? Nee, das ist viel später passiert. Ich glaube auch tatsächlich, hätte ich das früher gewusst, wäre ich niemals Musiker geworden. Ja. Ich glaube wirklich, dass ich dadurch irgendwie auch dieses Bühnen, also dieses auf die Bühne, ich bin auch was wäre. Sie schaut mich an, aber ja, irgendwie. Ich muss auch sagen, seitdem ich das weiß und so, ist auch mein Verlangen danach voll weggegangen. Ne? Mhm. Also ich habe das so, weil ich drin bin und sowas, ne? Oder wobei, das stimmt auch nicht. Mein Verlangen danach ist nicht weggegangen, weil es ist schon das Schönste, auf einer Bühne zu stehen und irgendwie so ein Werk präsentieren zu können und sowas. Ne? Aber ich weiß nicht, ob ich diesen Drive gehabt hätte, wenn ich das davor gewusst hätte. Mhm. So. Ne? Weil es klingt ja schon so ein bisschen paradox, introvertiert und dann trotzdem auf einer Bühne vor Menschen abgehen, mitreisen und so weiter. Ja, ja. Genau. Da erinnere ich mich übrigens richtig, da erinnere ich mich zum Beispiel an einen Moment an so einer Familienfeier. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe auf jeden Fall vor der ganzen Menge gesungen irgendwie. Mhm. Krass. Ja. Und es war so der Gegenpol zu diesem, hey, warum sagst du denn nichts? Ja, ja, aber ich habe was vorbereitet und was vorgesungen und dann habe ich die Reaktion gehabt, die ich gerne gehabt hätte in dem Moment, als ich gefragt wurde, warum sagst du denn nichts? Mhm. So, das war richtig dieser Gegenpol dazu. So. Nee, jetzt habe ich was vorbereitet, jetzt sage ich was. Mhm. So. Genau. Vielleicht hätte ich das auch gehabt. Vielleicht wäre das auch so ein natürlicher Weg, der aber bewusster stattgefunden hätte oder sowas. Mhm. Kann auch sein. Mega spannend, ja. Voll. Ja, ja, voll. Aber eben genau dieses Ding eben. Dieses, es ist ja, Entschuldigung, ja. Es ist ja häufig, also ich krieg's öfter mit bei Künstlern und sowas. Ich denke an Beyoncé, so dieses Sasha Fierce Album gemacht hat, wo sie sagt so, hey, sie ist eigentlich auch voll die Schüchterne. Mhm. Und dann, wenn sie auf die Bühne geht, wird sie zu dieser anderen Person und macht... Es wird halt dieser Bühnenmensch und sowas. So eine Kunstfigur, ne? Die dann vielleicht doch nicht so viel mit der privaten Person zu tun hat. Also ist es dann bei dir auch so eine Trennung, die da manchmal stattfindet? So privater Cars, Lukas versus Cars auf der Bühne? Jein. Es ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, es ist schon alles... außer es ist offensichtlich irgendwie eine Kunstfigur sowas, ne? Also man erzählt eine fantastische Geschichte, dann ist es natürlich eine Kunstfigur. Mhm. Aber vieles davon ist schon auch, dass festhalten, was man sagen möchte, was einem aber so im Gespräch oder so gerade nicht einfällt. Mhm. Kennt ihr das so? Mein Gehirn so nach 10 Minuten nach einem Argument... Ja, wer kennt's nicht? Oh, das ist ja ein gutes Argument gewesen. Das wäre mir das mal vorher eingefallen. Genau. Und dann schreibst du es dir quasi als Song-Lyric auf. Aber und ist ja dann auch eine gute Verwertung. Genau. Ja, so ein bisschen kann man, also es ist schon irgendwie oft auch, schon auch man selbst und so, aber halt in so einer, ein Foto von einem selbst so. Oder wie, Foto, das man alleine von sich geschossen hat, wie man sich gern präsentiert hätte oder irgendwie sowas. Ne? Also, Also das ist auch so ein bisschen die Kunst, in dem Fall bei dir die Musik, ja auch so ein bisschen, das ist das, was so in dem Inneren vielleicht gerade auch bei einer introvertierten Person halt sehr stark stattfindet, im Inneren so nach außen zu bringen oder zu verarbeiten, so klingt es für mich gerade ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Auch die Gedanken mitzuteilen oder auch Schwächen mitzuteilen oder sowas, ne? Damit Leute, denen es ähnlich geht, sich nicht alleine fühlen, zum Beispiel oder sowas. Ne? Sich so ein bisschen trauen, peinliche Sachen zu offenbaren, damit Menschen, die das selber noch nicht für sich gefunden haben, sich so zu offenbaren oder sich nicht alleine, weniger alleine fühlen. Das war bei mir zum Beispiel oft das Ding bei Musik, so, ne? Wenn ich irgendwas gehört habe, ich so, oh krass, dem geht's auch so, ihr geht's auch so. So geil. Identifikation einfach. Genau, ne? Genau.
mega mutig, aber auch von MusikerInnen und in dem Fall dann auch von dir, so ihr Innerstes nach außen zu tragen und sich damit ja also irgendwie so was zu zeigen, um anderen eben zu zeigen, du bist nicht allein. Das ist eigentlich super stark. Voll. Voll. Und es ist natürlich, also ich habe es ja gelernt von irgendwelchen anderen älteren Künstlern von damals, ne, die das schon gemacht haben und ich dachte, boah, geil. Hast du da Vorbilder, die dir so direkt einfallen, die dich irgendwie geprägt haben oder die dir vielleicht auch das Gefühl damals gegeben haben? Ja, voll. Dieses Nicht-Allein-Sein oder? Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht in dem Zusammenhang, weiß ich es gerade nicht konkret. Vielleicht fällt mir noch was ein, aber. Ja, alles gut. Tausende Vorbilder, na klar. Mhm. Alle MusikerInnen so, ne, das. Die irgendwie tiefgehendere Texte haben. Mhm. Keine Ahnung, Kate Bush fällt mir ein. Sting. Amy Winehouse. Ja. Immer. Krasse Frau. Wie sie immer direkt, also jedes Lied von ihr ist so, hey, das ist letzte Woche oder gestern oder heute passiert. Ich singe jetzt ein Lied darüber. Alle guten, alle großen, alle verkannten kleinen, keine Ahnung, es gibt so viele gute Leute. Voll, ja, muss man ja auch nicht immer direkt benennen, aber es ist, glaube ich, mega spannend zu sehen, dass einfach dich auch so Musik von anderen Künstlern eben inspiriert hat, einfach dieses Ding in der Musik was von sich selbst auszudrücken und anderen mitzugeben. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Grundgedanke, der sich hier so ein bisschen rauskristallisiert hat. Aber wir sind jetzt schon mega drin in deinem wieso machst du Musik und so, was ist dein Ziel auch so ein bisschen? Da können wir auf jeden Fall, glaube ich, auch, also wir sind schon tief reingegangen, können wir sicher auch noch weiter vertiefen. Aber vielleicht können wir nochmal, um nochmal so ein bisschen bei deinem Werdegang zu bleiben, auf deine musikalischen Anfänge schauen. Wusstest du schon immer so, ja, Musik, das ist mein Ding, das kann ich oder das will ich machen? Nee. Ich habe das, so ungefähr mit 14 oder sowas habe ich angefangen zu schreiben, einfach weil ich ein riesen Musikfan war, weil es mir einfach mega der Trost und mega die Wohlfühlzone war, sowas, ne? Also wenn wie bei allen eigentlich, ne? Und da habe ich halt irgendwann angefangen zu schreiben, als ich gerade in einem Flugzeug saß und irgendeinen Podcast gecrashed habe, habe ich mir gedacht, jetzt schreibe ich, fange ich an, Texte zu schreiben. Und anfangs waren es so zwei Texte im Jahr. Ich sage mal, mit 14 habe ich zwei Texte geschrieben, mit 15 dann vier. Und so hat sich das dann immer hochgesteigert, genau. Und dann habe ich irgendwann halt nach Leuten gesucht, die das auch machen. Und so hat sich das immer, kam ein Baustein zum anderen und sowas. Ne? Und dann hat man das immer mehr professionalisiert. Ich glaube, ich habe richtig, wo ich gedacht habe, hey, okay, ich will jetzt alles riskieren und Ding, weil mich zieht nichts anderes an. Ich weiß nicht, was ich sonst machen will und sowas. Ne? Das ist das Einzige, wofür ich richtig brenne und so. Das war vielleicht so mit 17 oder so, wo ich dann versucht habe, gedacht so, ja, ich mache alles andere so nebenbei und das ist mein Ding, wo ich irgendwie meine Erfüllung finde und sowas, ne? Genau. Und wie bist du dann gerade auf das Genre Rap gekommen? Rap. Der Rap. Gute alte Rap, man schön auf Deutsch hier ausgesprochen. Das war irgendwie schon von Anfang an mein Lieblingsgenre einfach, ne? Also mein Vater hat immer so Kassetten gehabt mit allen möglichen Hits aus den Charts und sowas, ne? Der hat viel Musik gehört und da war, ich weiß, das erste Mal, als ich irgendwie MC Hammer mit Prey oder so, auf einer der Kassetten war MC Hammer mit Prey und es war so anders als alles andere, was auf der Kassette war. So. Ich dachte so, boah, irgendwas war da so, ne? Das war so der erste. Und seitdem hat mich das immer weiter begeistert und genau. Hattest du mal so einen Moment, also Rap hat dich von Anfang an so begeistert, wo das auch für so ein Gefühl für ein anderes Musikgenre aufkam? Oder war für dich klar, okay, Rap ist es und nur Rap und für immer Rap? Nee, ich mag alle Musikgenres, ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur Rap höre oder sowas. Ich mochte auch
Ich mochte auch Metal, ich mochte Soul-Musik, ich mochte Rock, ich mochte gute Songs einfach, ne? Mhm. Ich mochte einfach gute Songs. Ich glaube, bei Rap ist also auch der Zugang so leicht, weil man nicht singen muss. Mhm. Das war so, Rap war vielleicht das Autotune von 1990. War so, okay, ich kann jetzt nicht singen wie Pavarotti, so, aber sprechen kann ich. Und okay, so kann man im Takt bleiben und so. Das hat bei mir übrigens angefangen, als ich mir so ein Mischpult gekauft habe, wie ihr hier stehen habt und so. Und Plattenspieler, eigentlich wollte ich nämlich erst DJ werden, weil ich so Musikfan war. Ah, okay. Und durch dieses Mischpult konnte ich mich selber aufnehmen. Ja. Und ich hatte so ein paar Instrumentals auf ein paar verschiedene Schallplatten und sowas. Und dann habe ich angefangen halt, mich selber aufzunehmen. Mhm. Und habe gemerkt, oh Gott, ich bin voll nicht im Takt und sowas. Und irgendwann habe ich gecheckt, so bleibt man im Takt. Oh krass, oh, das ist voll... Das reißt einen so mit, wenn man wirklich auf dem Takt surft und so, ne, und richtig drin bleibt und so. Und das hat mich voll fasziniert. So dieses Gefühl beim Rappen, was man hat, wenn man hier ein bisschen hinterm Beat ist und dann da ein bisschen weiter vor und dann da genau drauf und was man da für verschiedene Dynamiken kreieren kann und sowas. Als ich das verstanden habe, war ich dann so richtig drin und richtig, richtig in Rap. Ich habe auch immer nebenher gesungen, aber durch die Aufnahme habe ich auch gemerkt, okay, ich kann nicht so richtig, ich treffe nicht alle Töne, ich treffe 70% vielleicht. Das ist schon mal eine ganz gute Quote. Voll. Also, ja. Wenn man an unsere Performance hier vom Anfang denkt, weiß ich super. Nicht, aber ja. No comment. Hast du jetzt auch so ein bisschen selber beigebracht, du dich selber immer da weiter reinentwickelt, ja. Schon in deiner Jugend, also ist ja auch mega cool, dass du da schon, was hast du gesagt, mit 14 schon dann gemerkt hast, du die ersten Schritte und dich dann so weiterentwickelt hast, bis du dann gemerkt hast mit 17, okay, das ist mein Ding, das möchte ich machen. Ja, War dann auch, sorry. Nee, alles gut, frag ruhig. War dann mit 17 auch so der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt geht's, also war das dann gleichzeitig dieser Punkt, wo du gemerkt hast, das möchte ich machen, der Punkt, wo es dann auch professionell oder so ernst mit der Musik wurde, oder bist nee, du, das war noch später. Ich glaube, damals habe ich mich dann irgendwann mal auf die Bühne getraut zum ersten Mal. Und das war richtig dann so ein Rausch, ne? Also so im Keller irgendwie sich aufnehmen und anhören und so, okay, das ist noch nicht so, okay, das klingt ganz cool und so, das klingt schon so ein bisschen wie das, was ich auch mag und so. Und dann das erste Mal dann wirklich so auf die Bühne trauen und so Applaus bekommen und so, boah, krass, das, was ich da geschrieben habe, kriegt irgendwie Feedback und so. Das war auf jeden Fall... ein großer Moment, der mich dann natürlich weiter gepusht hat, wo ich dann gedacht habe, okay, ich habe voll Bock. Aber selbst da war es noch weit. Ich habe wirklich, glaube ich, ich war da 23, 24 oder so, wo ich echt gesagt habe, okay, jetzt versuche ich, jetzt setze ich alles auf eine Karte und so. Irgendwie so in der Ausbildung, wo ich dachte, boah, ich will, oh mein Gott, ich will das nicht weitermachen. Und so, Da müssen wir direkt hier natürlich an einen Songtitel denken. Oh, welcher denn? Ich hasse meinen Job. Ja, genau. Ja, da haben wir sogar vorher noch drüber geredet, über den Song. Ich würde jetzt mal stark vermuten, dass es hoffentlich nicht auf deinen jetzigen Job zutrifft, sondern vielleicht damals auf deine Ausbildung. Genau. Ne? Was hast du denn gemacht? Genau. Ich habe eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, im Büro, Großraumbüro und so. Das war halt nichts für mich und so. Und Da kam das zum ersten Mal auf und danach habe ich irgendwie, erst habe ich Zivi gemacht, das war dann okay und so, und dann habe ich danach beim Burger King gearbeitet. Und das war eigentlich auch der Job, den ich sehr gehasst habe, ne? Das ist ja auch nur plakativ und sowas, ja, aber klar. Es war halt immer so, oh mein Gott, sowas von keinem Bock, jetzt muss ich wieder aus dem Studio raus, um da irgendwie die Miete zu verdienen und so. Das hat sich halt irgendwie so angeboten, weil ich da immer frei bekommen habe, wenn ich frei gebraucht habe für einen Gig oder sowas, ne, dann war das eigentlich nie ein Problem. Deswegen war ich da eine Weile und so, aber bis ich mich dann getraut habe, den Sprung zu machen Richtung Selbstständigkeit und okay, ich versuche jetzt mal echt mit Gigs über die Runden zu kommen und so. Aber das war schon so der Job, der mich am meisten genervt hat. Und der Ausbildungsjob war auch schon sehr...
Aber diesen Sprung, den du jetzt gerade beschrieben hast, also so deinen ersten richtigen Karrierestart, den hattest du ja, wenn wir richtig recherchiert haben, mit der Musikgruppe Basquiat, also quasi mit Tua und Suchuk als Bandkollegen. Wie genau bist du denn zu der Gruppe gekommen? Zu der Gruppe bin ich gekommen. Also ich würde das nicht als ersten Sprung, obwohl kann man schon so sagen, ne, das war das schon der erste. Ja, doch, war schon so ein bisschen der erste Sprung. Okay. Also, das waren einfach meine Freunde, ne? Mhm. Wir hingen, es war Reutlinger, Klassenkameraden. Mhm. Wobei Tour haben wir dann über eine Jam kennengelernt, aber und dann haben wir uns immer so zum Musikmachen getroffen und sowas, ne? Aber das waren einfach meine Freunde und das war so. Mit denen habe ich auch den Entschluss gefasst. Ne? Wir waren hier unweit vom Flughafen entfernt beim Burger King, der auf der anderen Seite vom Flughafen, und haben uns dann irgendwann entschlossen, so, hey komm, jetzt setzen wir alles auf eine Karte und jetzt werden nur noch die es auch ernst nehmen, dürfen mit aufs BQ-Album und bam, bam, das wird der nächste Step und bla bla bla. Und so. Mhm. Genau. Und ja. Aber das war trotzdem eigentlich noch sehr, das war so der Anfang, das war die Hobbymannschaft, sag ich mal so, ne? Mhm. Angefangen hat es dann, als wir irgendwie beim Reutlinger Stadtfest dann, habe ich eine Demo an Illmatic gegeben. Es war ein Auftritt von Cassandra Steen und Illmatic, das ist ein Frankfurter Rapper. Mhm. Shoutout hier an der Stelle. Und dem habe ich eine Demo-CD gegeben oder von einem extrovertierten Kumpel geben lassen. Die braucht man auch genau, immer. Genau. Der dann so gesagt hat, hey, hier, du bist doch mit Savas und so, zeig sie mal. Weil Savas war für uns damals so der größte Held und krassester Rapper, das ganze Rap-Game geändert und so. Und kannst du ihm das mal zeigen? Und genau. Und als er gesagt hat, hey, ich find's geil, was du machst, das war so der Push. Mein BQ kam danach und so, und es war noch so, ich war halt immer so in dieser Gruppe, aber Savas hat gesagt, hey, mach Solo-Sachen, so, du bist voll gut alleine auch, du brauchst keine Band und sowas, ne, das ist du, stark genug, und davor habe ich gar keine richtigen Solo-Sachen gemacht, ich hing einfach mit den Freunden im Studio ab und habe halt immer mal einen Part geschrieben, das war immer so, Chris macht einen Beat und wir rappen irgendein Part drauf und sowas, ne? Und schicken das mal ein, um Feedback zu bekommen. Hey, wie gut sind wir jetzt wirklich, weißt? Weil, okay, Kumpels sagen, ja, ist cool, aber was sagt jetzt bei dem Rap-Magazin irgendjemand, der uns nicht kennt, so, ist das gut oder ist das Trash und so. Mhm. Und du warst ja da auch, weil du es ja auch gerade angesprochen hast, unter Vertrag bei Optic Records von Kool Savas, ne? Nee, war ich tatsächlich auch nicht. Nee, das war immer nur so Handschlag. Mhm. Okay. Ja, ja. Also den einzigen Vertrag, den ich unterschrieben habe, war bei Universal dann mit den Orsons und sowas. Ja. Das war immer so kumpelmäßig und Support und hey, wir machen das und bla, immer so. Ja, ja. Aber du hattest ja gerade gesagt, dir wurde dann auch gesagt von Savas, was so dein Held auch so war. Mhm. Hey, du bist gut, mach Sachen alleine. So, was hat das in dir ausgelöst? Weil ich kann mir schon vorstellen, das ist doch krass, oder? Wenn man dann von seinem Idol so Absolut. Ein Kompliment bekommt. Voll, voll. Das war komplett surreal, ne? Also, als er mich auch das erste Mal angerufen hat und sowas, ne? So, hey, bam. Das, ich hab's gerade gehört, voll gut und so. Ich bin zerbrochen, ich bin auf die Knie gegangen. Ich so, oh mein Gott, was? Bist du es wirklich? Und so. Ja. Und es hat tatsächlich in mir ausgelöst, dass ich angefangen habe, wirklich Solo-Songs zu schreiben. Also ich hatte schon ein paar geschrieben, aber es gerade auf der Demo, die wir ihm gegeben haben und so, waren zwei, drei Solo-Songs und so. Aber die meisten Songs habe ich halt immer so in der Band geschrieben. Und er hat mich schon dazu inspiriert, mehr einzelne Songs zu schreiben, persönlichere Songs zu schreiben, ja. Mhm. Waren das dann auch so die Songs, mit denen du weiterkamst, sag ich mal, nach eben dieser Gruppe, die du da hattest und mit der ihr dann ja euch auch an Savas gewendet habt und so, wie du dann weiterkamst Richtung Chimperator, oder wie ging es da weiter? Da ging es so weiter, dass Basti von Chimperator, Sebastian Schweitzer, der hat bei
Es war so ein Zusammenspiel, ne, aus verschiedenen kleinen Rädchen. Ich kannte Basti von, der hatte uns damals als Basquiat schon eingeladen zu so einem Bandwettbewerb mit in Stuttgart, im Jugendhaus Mitte, wo wir mit teilgenommen haben an diesem Wettbewerb, wo Mackis auch damals, da habe ich auch Mackis kennengelernt und so. Daher kannte ich ihn schon und er ist dann nach Berlin gezogen und hat dann bei Optik angefangen, wo ich dann halt mit Savas war, der Produktmanager, glaube ich, oder sowas, ne, hat er da angefangen. Und er hatte ja sein eigenes Label und hat aber auch bei Optik gearbeitet und ich kannte ja, er war mit Mackis und Bartik und so, deswegen war alles so ein bisschen verwoben. Und ich hatte mein Soloalbum, ich war am Soloalbum machen, mein erstes Soloalbum, was hätte über Optik rauskommen sollen. Und dann hat ziemlich zeitgleich Savas und Samy Deluxe, bei dem Tour war, auch alleine, ne? Die haben beide das Label zugemacht. Und wir hatten halt unsere Beziehung mit Basti und so ein bisschen, wir haben halt öfter gesehen und wegen Orsons auch, ne? Wir haben uns dann auch ein paar Mal getroffen und Mucke gemacht zusammen und als dann die zwei Labels zugemacht haben und Tua und ich so einfach alleine da standen, war es so der nächste logische Schritt, wo wir gesagt haben, hey, eigentlich wäre es doch geil, wenn wir alle bei Chimperator wären, Orsons und unsere Solo-Sachen, bliblablub. Und das war dann die Transformation dahin. So. Aber wenn du uns dann nochmal so genau mitnehmen könntest, wie konkret sah denn so die Gründung der Orsons aus? Also wann war so für euch der Moment klar, dass ihr euch wirklich so eine Musikgruppe zu viert auch vorstellen könnt? Das war, wir hatten als Basquiat einen Sampler rausgebracht und Mackis und Plan B haben ein Album rausgebracht, Days of the Champions. Und Basti hat damals gesagt, hey, geht doch zusammen auf Tour, dann machen wir so Süddeutschland, die aufstrebenden Künstler aus Süddeutschland und so. Tour und Ufuk hatten eine EP gemacht, die war so die EP des Jahres beim Juice Magazin und bla bla, das war alles so upcoming Acts halt so aus dem Süden und haben wir halt diese Tour zusammen gemacht und dort haben wir uns dann angefreundet, so. Genau, wir waren alle eher so konkurrenzmäßig, so ein bisschen noch der Gedanke von dem Bandwettbewerb davor und so, wo Mackis uns übelst abgehangen hat. Und dann haben wir diese Tour gemacht und dort saßen wir halt stundenlang zusammen in Bussen und sind irgendwie durch Halbdeutschland und Österreich und Schweiz gefahren und haben halt viel geredet und haben gemerkt, hey krass, wir haben voll die ähnlichen Ansichten, ähnliche wir mögen die gleiche Musik, wir mögen die gleichen Filme und so und überraschende Sachen, ne, die man jetzt nicht so gleich gedacht hat. Zum Beispiel, ich war gerade so Fan geworden von Regina Spektor, die auch eine unglaubliche Textschreiberin ist, und Bartek dann auch so, was, Regina Spektor, ich auch, ich liebe die und so, wie, du kennst die auch, die kennt niemand und so, nur solche, ne, so Nerd Musik, Nerd-Scheiß und so. Ja, und da haben wir uns halt verknallt und sind dann nach der Tour so direkt ins Studio gegangen und haben in 4 Tagen haben wir gesagt, komm, wir machen so ein Collabo-Album. Wir hatten schon 2 Songs davor gemacht. Die sind auf dem Mist von Nico von Chimperator gewachsen. So. Der hat gesagt, hey komm, macht mal einen Song zusammen. Auf dem Mixtape von Mackis und Plan B. Und dann auf dem ersten Album haben wir auch einen Song gemacht. Und die hießen schon Orsons, weil eine MP3 von einem Beat irgendwie Orsons Kleine Farm hießen. So, deswegen hieß der erste Song Orsons Kleine Farm. Und beim zweiten Song haben wir gesagt, komm, wir nehmen wieder Orsons. Was hat euch an dem Namen so gut gefallen? Kannst du das definieren oder war es einfach, klang halt einfach cool? Also der erste Song hieß ja nur Mackis und Plan B featuring Tua und Kars, Orsons Kleine Farm, weil der Beat so hieß. Und Orsons Kleine Farm ist ja dieses bekannte Buch und Garfield-Adaptions-Cartoon und so. Deswegen fanden wir es irgendwie witzig und haben dann den zweiten Song auch so genannt. Und dann war der Name einfach da. Wir haben uns echt irgendwie nie so hingesetzt und gesagt, okay, wir heißen jetzt die Orsons. Sondern es war einfach so ein Gag. Während der, hey, wir sind die Orsons. Zack, 20 Jahre später. Kann manchmal passieren, Sachen einfach. Ja. Von inoffiziell dann doch zu offiziell. Genau.
Voll, voll. Ja, also ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich weiter auf dich und die Orsons eingehen, wollen wir vorher vielleicht schon mal jemanden zu Wort kommen lassen, der dich und die Orsons ganz besonders gut kennt. Okay. Ah, haben wir eine kleine Überraschung für jetzt dich. Jetzt bin ich gespannt. Let's go. Sprich Stuttgart, Best Buddy. Wir sitzen hier mit Bartek. Er ist ein deutsch-polnischer Rapper, Mitglied der Orsons und damit einer der drei Bandkollegen von Cars. Hi Bartek und schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr. Servus. Du hast ja vorhin uns schon ein bisschen gesagt, du wohnst schon seit einigen Jahren hier in Stuttgart. Seit wann denn genau? Oh, ich glaube, ich bin mit 23, lass mich kurz rechnen, 85 plus 23, 2007 bin ich nach Stuttgart gezogen. Wir sind auch hier in einem ganz besonderen Teil von Stuttgart. Vielleicht hört man es auch, es hallt ein bisschen. Kannst du mal beschreiben, wo sitzen wir hier denn gerade? Wir sitzen in einem wunderschönen Saal voller Gemälde und zwar sind wir in der Staatsgalerie. Es ist nämlich so, dass ich gerne mit Cars hier, also wir versuchen es sowas wie vielleicht dreimal im Jahr oder so zu machen, dass wir hier zusammen hingehen und schweigend oder auch nicht schweigend in verschiedenen Konstellationen miteinander Kunst anschauen und uns danach darüber unterhalten oder auch nicht oder einfach danach geht jeder seiner Wege, aber so, dass wir das als wie so eine Tradition erachtet haben, weil wir beide sehr interessiert sind es uns immer neu inspiriert. Genau, deshalb habe ich diesen Ort gewählt. So. Mega schön. Man sieht auch hier schon super viele schöne Gemälde hängen und es ist ja auch ganz schön groß hier. Was schaut ihr euch denn, wenn du mit Cars unterwegs bist, was schaut ihr euch denn besonders gerne an? Gerne so diese alten, wir sitzen hier auch in dem Saal von altitalienischen Meistern aus dem, ich gucke gerade aus dem 18. Jahrhundert. Also so, das sind groß angelegte, epische Gemälde mit großen Bauten, aber auch Ruinen, viel Ruinen. Ich sag mal, also ja, es sind wie so Panorama-Bilder. Sowas spricht uns schon auch gerne an, aber wir gucken uns auch Picasso, wir gucken uns natürlich auch die neueren Sachen an. Und Cars und ich können das dann, also ja, wir sind dann wie Schwämme, wie zwei Spongebobs, die alles aufsaugen und daraus wirklich für alles in unserer Kunst Inspiration ziehen können, sei es Texten, sei es Produzieren. Das hat wirklich Einfluss auf alles. Ich rate jedem, das hin und wieder zu machen und sich einfach nur, auch wenn man muss nicht alles irgendwie, oh Gott, ich verstehe da nichts davon oder so, sondern das macht immer irgendwas mit dir. Das resoniert mit irgendwas Unbewusstem auch. Und deshalb, ja, wir lieben es. Also es dient dann schon auch als Inspiration für euch für Musik und Songtexte. Unbedingt. Gibt es denn auch jetzt gerade bestimmte Songs, die gerade durch einen Besuch hier entstanden sind? Also wir haben ein Lied, das heißt Rosa, Blau, Grün von den Orsons, wer es noch kennt. Da ist zum Beispiel der Refrain, ich bin Banksy, oder ist da ein Teil des Refrains. Somit, der fällt mir jetzt als erstes ein, aber es gibt sicher 5 mindestens, eher 7 bei den Orsons, aber da müsste ich jetzt so länger, aber es hat immer Einfluss auf unser Schaffen. So. Kannst du dich noch erinnern, was war so dein erster Eindruck oder dein erster Gedanke zu Cars? Er war angezogen wie so ein Snoop Doggy Dog Typ. Also er hatte so Bandana und so ein New York Cappy. Er war sehr cool und er war so sehr oftmals, wenn man sich so Ami-Klamotten, sag ich mal, anzieht, dann sieht man so verkleidet clownmäßig aus, weil die Klamotten eher eintragen, als dass man mit dem Bewusstsein die Klamotten trägt. Aber Cars hat die so cool getragen und es war so, alle drumherum, wenn die dasselbe angezogen hätten, wären es halt Vögel, aber er war irgendwie so ein anderer Vogel. Also er war halt so ein Snoop Dogg Vogel. Also man war so, ja Mann. Man hat so gesagt, ja Mann. Und das hat er auch bisher immer durchgezogen, auch bei jedem Orsons Album und so. Er hatte immer die krassesten Outfits, die krassesten Looks und das kann nur er tragen. Bei ihm sieht es irgendwie, dann man sagt so, man schaut's an und man checkt erstmal gar nichts, hat nur Fragezeichen im Kopf, aber am Ende sagt man, ja, ja. Und so war auch der Eindruck, als ich zum ersten Mal Cars gesehen habe, wo ich einfach irgendwie erst gedacht habe,
What the, aber ja, doch, doch, ja. Yeah. Du hast schon gesagt, ihr geht total gern zusammen Kunst anschauen. Ach, ins Kino gehen wir gern zusammen. Wir sind beide aus Polen. Ich meine, das verbindet uns eh schon mal so nochmal auf einer anderen Ebene, weil wir so diese, ich sag mal, osteuropäische Melancholie immer mit uns tragen, so auch wenn wir natürlich lustige Zeitgesellen hier und da natürlich sind. Aber es ist diese osteuropäische Schwere. Und ich würde uns eigentlich auch allen vier Orsons das attestieren. Weil Tua kommt aus der Ukraine, Mac ist aus Österreich. Das ist alles so ein bisschen ostgefärbt. Und Kars und ich halt aus Polen, das verbindet uns noch mal krasser. Ich bin immer noch sauer, dass er kein richtig gutes Polnisch kann. Er ist auch sauer, dass er kein richtig gutes Polnisch kann. Wäre so ein Polnischkurs eine Sache, die ihr mal sauber das könnte ich ihm eigentlich, das hätte ich ihm eigentlich mal zum 40. schenken sollen. Verdammt. Aber er wird ja der nächste Geburtstag kommt. Genau, der nächste Polnischkurs. Genau, also ja, auch um Literatur oder so. Wir sind auf einer sehr, sehr geilen Ebene zusammen, auf einer Frequenz. Und deshalb immer wieder mache ich alles gern mit K. Oder wir laufen einfach nur oben am, wie heißt es hier, in Pliningen, an der Hohenheim-Universität. Ist so ein ganz geiler Park mit ältesten Bäumen und so. Und wir lieben das da einfach rumzuspazieren. Wie regelmäßig seid ihr dann eigentlich so in Kontakt? Wir haben jetzt wir haben es jetzt länger nicht geschafft, diesen Sommer, weil ich war zum Beispiel sowas wie ein Monat im Urlaub, was ich noch nie gemacht habe und so. Aber jetzt haben wir letzte Woche gesagt, wir gehen jetzt wieder Kaffee trinken und jetzt wieder. Und ich will wieder tatsächlich in dieser Hohenheim in den Park wieder spazieren. Das ist so meine Idee. Also wir würden gerne öfter, jetzt haben wir es länger nicht geschafft, aber das muss man wieder einfach reaktivieren. Jeder macht natürlich dann es in seinen Projekten oder in irgendwelchen Sachen. Genau. Wir haben schon vorhin gehört, die Kleidung ist irgendwie typisch für Kars, so wie er sie trägt. Fällt dir noch was anderes ein, was du sagen würdest, boah, das ist richtig typisch Kars? Die Stimme, also ich komme jetzt ins Musikalische halt direkt, aber also die Stimme ist unverkennbar, wenn er da anfängt so in seinem, wenn er losrappt, das ist so wie eine wütende Katze, aber irgendwie, aber halt, es hat eine Dringlichkeit. Und ich mag es auch, dass er ähnlich wie ich so aus dem weniger aus dem Kopf rational schreibt, sondern aus dem Gefühl und aus der Emotion schreibt, weil das macht nochmal, die Musik höre ich lieber, so eine Musik, als jetzt rein rational kluge, wenn etwas nur sehr klug ist. Okay, dann ist es klug, aber es holt mich dann noch nicht auf der emotionalen Ebene ab. Und bei Kars ist es eben so, dass er das krass schafft, sei es mit seiner Stimme, oder eben mit dieser Emotionalität. Er ist auch ein sehr überhaupt emotionaler Mensch im Allgemeinen. Und man muss ihn pflegen und hegen, den Kars. Also man hört da schon raus, dass er eher mehr ein Gefühlsmensch als ein Kopfmensch ist, würde ich sagen. Ne? Ja. Wie würdest du sonst noch seinen Charakter an sich beschreiben? Er ist ein sehr auf das Wohl der Menschheit, oder nicht nur der Menschheit, auf Wohl der Lebewesen ausgerichteter, liebevoller Mensch, einfühlsam, er sorgt sich, er kümmert sich, er hat einen, da fehlt mir jetzt das Adjektiv erstmal, aber er hat einen, ja, vielleicht sage ich, das Adjektiv ist vielleicht knuffig, knuffigen Humor, würde ich jetzt mal so stehen lassen. Man hört total raus, wie sehr du Kars schätzt und was du auch an ihm schätzt. Jetzt frage ich mal anders, was nervt dich vielleicht auch an ihm manchmal? Kannst du da genauso viel sagen? Dieser Typ. Wir nennen ihn immer den Entrückten bei den Orsons, weil er mit der normalen Welt scheinbar, also nicht immer, aber oft, gar nichts zu tun hat oder nicht. Wieso, hä? Er checkt keine Uhrzeit. Er weiß nicht, was eine Uhrzeit ist. Er hat
er weiß nicht, was eine Uhrzeit ist. Vielleicht, wir sind hier in diesem Saal in der Staatsgalerie und hier sind natürlich diese alten Bilder und so. Und das ist alles so, als wäre er irgendwie dort und es ist egal, wer welche Uhrzeit ist. Wenn man irgendwas ausmacht mit ihm, eine Uhrzeit, dann kannst du es vergessen. Du rufst ihn dann an und er ist unter der, und du hörst, dass er unter der Dusche ist, aber er sagt so, nee, nee, ich bin unterwegs. Also solche Sachen, das würde ich als Punkt 1 bei Cars, was mich so krank nervt, ist diese, Junge, wir haben doch was ausgemacht, komm doch da einfach hin. Was ist los mit dir? Du hast noch eine Apple Watch und so, was weiß ich. Also wie genauer brauchst du noch die Zeit, Mann? Du hast schon von Cars Stimme geschwärmt beim Rappen. Vielleicht kannst du kurz den folgenden Satz beenden. Deutschrap braucht Cars, weil es niemand schafft, so coole Adlibs, Refrains, Gesangsfolgen, Bilder, Emotionen, Wortschöpfungen zu kreieren, ohne die Rap komplett langweilig wäre. Ja. Wunderschön, wunderschön. Ich wollte jetzt vorher auch nicht spoilern, aber jetzt weißt du auch, was habe ich am Anfang gerade diese osteuropäische Melancholie und Schwere aufgegriffen habe, weil Bartek das eben angesprochen hat. Ja, genau. Es hat mich schon ein bisschen geschickt, dass du genau diesen Begriff benutzt, den Bartek auch immer mal wieder droppt, aber das war schon, ich dachte so, krass, das ist also so ein allgemein bekanntes Ding oder was? Oder, aber krass, okay. Ja, nee, wir haben da natürlich im Vorfeld schon ein bisschen... hier mit Bartek gesprochen. Witzig. Hey, wie geht's dir, wenn du sowas über dich selbst hörst? Weil wir jetzt ja voll intensiv auch über dich gesprochen haben mit ihm. Und auch als ich es jetzt gerade nochmal gehört habe, weißt du, ach, das ist doch irgendwie süß. Was geht dir so durch den Kopf, wenn Knuffig. Du sowas hörst? Knuffig, ja. Knuffig. Ja, voll schön. Ich mag, wie gut Bartek lügen kann. Hat mir so viele schöne Komplimente gemacht. Das klang ja richtig authentisch. nee, Quatsch, das ist mega, mega sweet, ne? Also Bartek ist eh ein geiler Typ. Er hat ja schon gesagt, wir treffen uns immer mal wieder. Früher tatsächlich öfter, jetzt in letzter Zeit, so durch Corona und so hat sich das dann irgendwie dann auch so minimalisiert, sag ich mal. Wir gehen zusammen ins Museum, treffen und so. Wir waren jetzt endlich mal wieder, seit langer Zeit und sowas, aber das haben wir früher echt regelmäßig gemacht und das war schon immer sehr, sehr cool. Ja, aber hey, ist natürlich schön, sowas zu hören. Also vor allem das mit dem zu spät kommen. da haben wir uns schon oft gefetzt und er hasst es über alles und ich versuche es so zu ändern, aber ihr habt es ja heute am eigenen Leib mit. Ich weiß nicht sicher, ob wir das hier droppen können. Aber es waren ja nur 15 Minuten. Das geht noch. Also, das ist aber pünktlich. Ja. In anderen Ländern ist es überpünktlich. Ja, ja, das stimmt. Ach ja, ich aber weiß auch nicht, woran es liegt, Mann. Das ist genau so das wollte ich jetzt eben fragen. Also du weißt wirklich nicht, woran es liegt, dass gerade so weltliche Dinge wie Planbarkeit, Uhrzeit nicht so deins sind. Vielleicht, weil du immer so am Tag träumen in anderen Welten bist? Bestimmt hat es damit zu tun. Aber es hat auch was damit zu tun, dass immer etwas passiert, was es mir unmöglich macht, pünktlich zu sein. Also ich bringe mich auch in die Situation, muss man sagen, so. Mhm. Ich weiß nicht, ob unterbewusst mit Absicht oder... Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, warum... Wenn ich es wissen würde, meine letzte Strategie war so, ich versuche immer viel zu früh da zu sein, was heute offensichtlich nicht geklappt hat, damit ich wirklich auch da bin zu der Zeit. Wenn ich also nicht früher da bin, dann muss man eigentlich schon davon ausgehen, dass ich später da sein werde. So. Macht aber Sinn. Ja. Macht Sinn. Und, oh, er ist noch nicht da. Wie lange wird es brauchen? Es ist halt immer spannend mit dir, man muss einfach so sagen. Es ist einfach immer eine spannende Wendung. Ja, es ist schon uncool, ne? Also es ist mir schon sehr unangenehm, weil ist natürlich schon, ich bewundere das, wenn man immer so pünktlich ist und sowas, ne? Aber ja, keine Ahnung, bisher ist es mir noch nicht geglückt, man, keine Ahnung. Muss natürlich auch sagen, Bartek hat natürlich auch sehr, 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 sehr viele andere Dinge gesagt, die sehr schön waren. Du hast gesagt, das ist gelogen, ich hoffe mal nicht. Das kommt sicher aus tiefstem Herzen. Ja, sehr lieb war das. Na, aber findest du, er hat dich gut eingeschätzt so von dem, was er so über dich erzählt hat? Ja, also... Ja, also ich bin jetzt mit dem, also es ist mein
als er mich so gesagt hat, ich bin immer so interessiert an dem Guten für die Menschheit und alle Lebewesen und sowas. Das stimmt halt, das ist so mein Idealbild, sage ich mal so. Ne? Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ich bin der schlimmste Mensch der Welt, aber ich wäre gerne perfekt und sowas. Ich strebe das schon an, aber ich wäre ja auch gerne vegan, aber ich trinke trotzdem Milch und esse ab und zu Fleisch und Fisch und sowas. Ne? Ich versuche immer wieder vegetarisch zu leben. Also das ist eher so, da hat er mich vielleicht ein bisschen zu positiv eingeschätzt, sage ich mal. Naja gut, aber es ist ja auch immer Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und selbst wenn es jetzt vielleicht so ist mit dem, er hatte jetzt sehr, sehr positiv über dich gesprochen, aber man merkt, finde ich, vor allem in diesem Interview, und ich glaube, das ist nicht gefaked, weil ich glaube, sowas kann man gar nicht faken, dass man hört, finde ich, raus, er schätzt dich unglaublich. Klar gibt es auch Sachen, die nerven, wie die Unpünktlichkeit oder sowas. Aber ich finde, das kam schon raus. Und das ist dann vielleicht ja auch das, wo man eben vielleicht dazu kommt, wenn man über einen anderen Menschen spricht, den man ja sehr gut kennt. Ihr kennt euch ja durch die Orsons und auch so sehr gut und habt sehr viel Zeit in eurem Leben, würde ich jetzt mal so behaupten, sehr intensiv ja auch dann wahrscheinlich zusammen verbracht, auch einfach durch diese Zusammenarbeit. Und ich glaube, dieses da stellt man dann vielleicht jemanden auch schon sehr gut da, aber was dann ja die Wahrheit ist, ist dieses Schätzen. Ich finde, das hört man bei ihm raus. Das ist sehr schön. Das freut mich natürlich, das zu hören. Und natürlich, es war nur ein Spaß von mir. Es beruht natürlich auch auf Gegenseitigkeit. Ne? Also Bartek ist ein sehr, 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 sehr lieber Mensch, sehr, sehr smarter Mensch. Geschmackvoller Mensch, meistens, manchmal auch furchtbarer Geschmack, aber oft. Meistens hat er einen wundervollen Geschmack, den ich teile. Und er ist so sozial, das bewundere ich immer, ne? So, er ist so ein, genau das Gegenteil von mir eigentlich, so ein, er kennt alle Menschen, er ist cool mit allen Menschen, er ist die ganze Zeit unterwegs und er heißt bei den Orsons auch immer der Freizeitminister, weil er so der Typ ist, der die Menschlichkeit in die Gruppe bringt, ne? Wenn alle irgendwie fokussiert arbeiten und das und das und hier und wir müssen noch das machen, dann sagt er, nee, aber wir müssen auch noch in das polnische Restaurant dort zwei Straßen gegenüber und nachher noch alle zusammen ins Kino, damit wir auch noch was anderes zusammen machen und so. Also er ist ein richtig geiler, geselliger, frohsinniger Mensch, so, ne? Also echt ein Schatz an Mensch, witzig und ich check immer noch nicht, warum er nicht Schauspieler auch ist, weil er der krasseste Actor sein könnte. Ne? Der könnte der deutsche Adam Sandler sein oder sowas. Keine Ahnung, man irgendwie so. Ja, Adam Sandler ist vielleicht sogar zu quatschig. Wobei Adam Sandler ist auch tiefsinniger, als man immer denkt. So, ne? Aber ganz toller Typ. Kann ich mir zurückgeben. Man hört auf jeden Fall raus, dass ihr euch voll gut ergänzt, weil er ja dann eher so wie der Extrovertierte und du wie der Introvertierte klingt. Ja. Ne? Er ist auf jeden Fall der Extrovertierte, mit dem ich mich auf die Party traue. Ja, ich sag ja, so einen Freund braucht man auch. Ja, voll. Schön. Voll. Ja. Jetzt haben wir natürlich über Bartek geredet, weil er ja jetzt auch der ist, der hier uns das Interview über dich gegeben hat. Ihr seid ja aber zu viert. Was schätzt du grundsätzlich an der Zusammenarbeit oder auch an deinen anderen Bandkollegen, sag ich mal, oder Gruppenkollegen? Gerade, dass wir uns so ergänzen. Ne? Also ich finde zum Beispiel bei Tua ist es gerade die Rationalität, das Durchdenken. Eigentlich bei Mackis und Tour, ne? Bei uns ist es immer so ein bisschen, Bartek und ich sind die bisschen intuitiveren, fließenderen Typen, die einfach Farbe auf die Leinwand klatschen und dagegen rennen und Ding und vielleicht, ah nee, jetzt hier muss aber doch eine gemalte Blume hin, warum, weiß ich nicht. Und Tua und Mackis sind halt dann immer die so drüber gucken und sagen, ja, also mich erinnert es an das und dann wird es durchdacht und Ding und auf einmal gibt es dieses Gesamtbild, was auch irgendwie immer das ist, was wir sagen wollten, aber niemals so weit gedacht hätten, sondern wir wären schon zur nächsten Leinwand gerannt und sowas. Ne? Und gerade dieses Zusammenspiel, ne, jetzt auf künstlerischer Ebene, auf zwischenmenschlicher Ebene ist es einfach die Freundschaft und
sich gegenseitig ergänzende Geschmack. So, ich freue mich immer, wenn mir Tour irgendeine neue Musik zeigt oder ein neues Buch empfiehlt, und Mac ist genauso, ne? Ja, so ein bisschen. Mhm. Aber hört sich dann ja auch privat nach einer echt tiefgründigen Freundschaft an, oder was würdest du sagen? Nee, wir sind eher Brüder. Okay. Es ist leider mehr als Freundschaft. Ja, wenn man das so sagt, dann weiß man, dass ihr Brüder seid. Ja. Weil so spricht man über Geschwister. Stimmt. Ja. Wir sind eher Brüder, leider. Es ist, Wir lieben uns über alles. Wir sind immer füreinander da, aber wir können uns natürlich auch fetzen des Grauens und alles und sowas. Naja. Mhm. So, aber es ist trotzdem, Brüder, ne? Trotzdem das Schönste. Ne? Also ich bin jeden Tag dankbar, dass ich die Typen in meinem Leben habe, und es ist was ganz Besonderes. So. Das ist total schön. Aber du hast gerade schon gesagt, ihr könnt euch auch ganz schön fetzen. Jetzt seid ihr zu viert und müsst zusammen Musik machen und seid auch teils unterschiedliche Typen Mensch. Wie läuft das so? Also, oder? Also da fällt mir ein, als wir das Lied Mozart auf dem Austin's Island Album gemacht haben, hatten wir so ein Meeting wegen dem Song, weil wir ungefähr seit 4 Monaten an diesem Song saßen, und es war immer ein Hin- und Her-Gezerre und so. Da hatten wir so eine intensive Diskussion, sage ich mal, dass ich so Stranger Things Elfie-mäßig Nasenbluten bekommen habe. Nein! Und der Raum hat sich dann so zusammengezogen. Ja, das hört sich nach einer sehr intensiven Diskussion an. Das war eine sehr intensive Diskussion. Sehr cringe war es auf jeden Fall. Aber das ist das Erste, was mir in den Kopf schießt bei diesen Sachen. Mhm. Aber irgendwie kriegt man es dann ja trotzdem hin, weil am Ende kam ja dann immer was bei raus. Ja, das stimmt. Das stimmt. Man kriegt es irgendwie hin. Aber es ist schon immer anstrengend. Ne? Tour ist dann immer so diese Trostpflaster für dieses ganze, für das schwierige Finalisierung einer Platte. Ne? Es ist immer so, auch wenn man eine Platte macht, immer auch, der Anfang ist immer geil, alles kann fließen und alles ist Ding und so, und zum Schluss, wenn alles zusammengezurrt wird und alles losgelassen werden muss, sind bei uns erfahrungsgemäß immer die schwierigsten Phasen so. Ne? Mhm. Aber alle wollen halt das Beste irgendwie erreichen, und das ist schon auch cool so, ne? weil man sich halt so verbessert auch dadurch. Aber es ist halt auch mega anstrengend. So. Mhm. Deswegen gibt es auch immer nur alle 4-5 Jahre ein neues Album. Sowas dauert dann. Ja, genau. Ja. Aber habt ihr euch echt auch schon mal so gefetzt, dass ihr so gesagt habt, okay, also ich meine, man kennt es ja immer wieder von Musikgruppen, die sich auch irgendwann einfach trennen, weil sie sagen, geht nicht mehr zusammen. Hattet ihr auch schon mal so einen Punkt, wo ihr wart, okay, kritisch jetzt? Du, wir haben uns ja eigentlich nach jedem Album getrennt bisher. Also nach jedem Album waren wir getrennt. So muss man es eigentlich formulieren. Krass, okay, weil es einfach so krass, keiner hat mehr Bock danach. Ja. Es ist immer so, ey, geil. Was so anstrengend auch ist einfach, oder? Ja. Aber also, wie habt ihr dann trotzdem immer wieder zusammengefunden? Genau. Was war der Beweggrund dafür, dann zu sagen, wir machen doch noch ein neues Album? Die Zeit heilt alle Wunden bisher. Also man muss einfach warten, bis die Narben nicht mehr krustig sind. Mhm. Und dann kann man wieder weitermachen. Mhm. Das ist das Ding. Also jedes Mal war es irgendwie aus einem anderen Winkel, dass es wieder zusammengefunden hat. So eine, wobei die ersten zwei Alben haben wir eigentlich ziemlich schnell hintereinander gemacht. Das dritte Album, das war dann, da haben wir den Major Deal bekommen. Da waren wir auch cool. Eigentlich war das, ich glaube, das dritte Album war, weil wir diese Fettes Brot-Tour angeboten bekommen haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob so eine dieser Fettes, Shoutout an Fettes Brot jetzt auch, ne? Die haben uns eingeladen als Support-Act. Sonst, ich weiß nicht, ob es wirklich eine dritte Platte gegeben hätte, weil nach der Tour haben wir Major Deal angeboten bekommen, und dann waren wir schon so, ja, okay, jetzt Major Deal können wir schon mal ausprobieren, wo das einen hinbringt und was das und so führt. Genau. Um jetzt nochmal auf die Musik von euch Orsons konkret einzugehen, könntest du die denn so eben mit, ich sag mal, so 4 bis 5 Adjektiven beschreiben, wie so der Rap der Orsons aussieht, was den ausmacht? Hm.
Nein. Lässt sich nicht definieren, oder wie? Es lässt sich wirklich schwer definieren, weil es alles immer sehr beweglich. Also, vielleicht... Vielleicht kannst du eher beschreiben, wie es sich für dich anfühlt. Mhm. Weiß nicht, ob das das besser macht. Also, für mich war es eine Zeit lang auf jeden Fall dieses... wir haben eine Leinwand und ein Thema und jeder malt jetzt auf die gleiche Leinwand sein Bild dazu. So, ne? Ich finde so Songs wie Europa oder sowas, ne? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so, das ist so das Thema Europa und jeder sagt in 16 Zeilen, was er sieht, so, ne? Zum Beispiel krass lautes Fahrrad ist gerade vorbeigefahren. Ja, aber. Junge, Junge. Geht ja richtig ab hier. Ja, genau, das ist eigentlich so für mich die Essenz von den Orsons. Ansonsten einfach die Suche nach dem bestmöglichen Lied. Ja. Aber würdest du sagen, also ihr habt ja einige Alben zusammen rausgebracht, dass sich eure Musik verändert hat, so im Laufe der Zeit? Vielleicht kannst du das so ein bisschen beschreiben. Also die Musik hat sich auf jeden Fall insoweit geändert, dass wir immer eigentlich bei jedem Album versuchen oder Spaß dran haben, auch aktuelle Musik. Also wir haben jetzt nie so, okay, das ist jetzt unser Stil, ne? So, wir haben immer aktuelle Musik versucht, unsere Version zu machen aus dem, was uns allen, auf was wir uns alle einigen können, ne? Das ist immer so, okay, ich mag den, du magst die, bla bla und so. Und daraus versuchen wir dann so eine Mischung zu kreieren. Oder das mögen wir alle zu viert, was super selten vorkommt. Aber wenn wir alle was zu viert mögen, zum Beispiel so Rosalia oder sowas, ne, da waren wir alle so, boah, Alter, was ist das? Das ist einfach ein nächstes Level. Mhm. Das ist unfassbar sowas, ne? Dann nähern wir uns schon oder lassen uns schon inspirieren und gucken so, hey, boah, was... mach doch mal irgendwas in die Richtung und oder ich habe hier was gebastelt und so. Von daher, also was ich eigentlich sagen will, ist, wir sind schon immer so versuchen, so ein bisschen up to date zu sein, ohne zu kopieren oder sowas, sondern wir wollen schon so unser eigenes Ding machen, aber immer trotzdem irgendwie zeitgeistig. Und was sich von den Anfängen zu jetzt auf jeden Fall geändert hat, ist, dass wir früher noch mehr so diese Leinwand-Songs gemacht haben, ein Thema und alle sitzen um das Feuer herum und geben ihren Brei dazu ab und sowas, ne? Heutzutage ist es halt auch oft so, dass jemand ein Lied schreibt und dass wir uns da dann das Lied dann weiterarbeiten oder sowas, dass wir nicht so oft wirklich zu viert um einen Beat drum herum sitzen und schreiben, sondern ja, das Bartik jetzt zum Beispiel eine Hook bringt und ein Beat und sagt so, Oliven ist zum Beispiel so entstanden, ne? Er hatte die Hook und die erste Strophe, hat 20 so Lieder gemacht und wir haben alle angehört und bei dem waren alles, boah, okay, das ist ein krasser Song und sowas. Mhm. Lass uns den mal fertig machen. Mhm. Genau. Also es ist vielleicht auch so eure Zusammenarbeit als Gruppe, die dann schlussendlich auch die Songs so ein bisschen verändert hat. Würdest du es sagen? Auf jeden Fall. Klingt so ein bisschen, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Auch, dass wir nicht mehr zusammen alle in Stuttgart wohnen und sowas, ne? Aber das ist auch schon jetzt jahrelang so, ne? Aber dass wir uns nur noch so wirklich punktuell treffen, so, hey, lass uns mal die 2 Wochen treffen und dann kommen halt alle immer schon vorbereitet und haben Skizzen gemacht und dann sucht man die Sachen raus, die irgendwie am meisten Potenzial haben. Manchmal fangen wir auch einen Song wirklich von null an und sowas. Genau. Das ist voll spannend, weil. Also, dass du sagst, ja, ihr wohnt jetzt dann nicht mehr alle so nah beieinander und dann ist halt natürlich die Zeit, die man sich trifft, ganz anders, wie wenn man eh sehr nah aufeinander sitzt. Mhm. Jetzt euer letztes Album 2020, das Tour Life, habt ihr auf Tour aufgenommen. Mhm. Und das ist ja so der komplette... Ich nenne es ein Mixtape übrigens. Mixtape? Das ist kein Album, weil ein Album, das ist ja ein Jahr nach Orson's Island erschienen und... Ja.
Es ist einfach nicht so gut wie ein Album. Ja, es wurde ja auch unterwegs ja auch irgendwie produziert, genau, ne? Genau, ja, auf eurer Konzerttour, ne? Genau. Im Tourbus quasi. Yes. Habt ihr so ein Studio aufgebaut. Ja. Und in den Backstages, krass, der einzelnen Locations und sowas, ja. Also schon allein, das ist ja irgendwie schon mal mega cool. Mega. Ja, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall, das Ding zu machen. So. Ja. Und das finde ich jetzt ist so voll das Gegenteil, oder zumindest wie ich es mir vorstelle, von dem, was du gerade beschrieben hast, weil auf Tour, ihr seid, also ich stelle mir das so vor, ihr macht da das Album wirklich in einer Zeit, wo ihr ja super intensiv aufeinander seid. Hat sich dann denn jetzt seit diesem Album, ist das so ein Unterschied von dem Arbeiten mit diesem Album und so, wie ihr jetzt zusammenarbeitet? Ich kann es gerade irgendwie nicht richtig formulieren. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich meine, das war ja jetzt auch das letzte Album, was von euch rauskam seit 2020, ne? Mhm. Weil man seitdem ja nicht mehr so viel von euch Orsons hört. Und ich meine, du hast es ja auch vorhin angesprochen, ihr wohnt alle woanders. Und klar, auf Tour seid ihr ja zusammen. Das ist ja die beste Gelegenheit, um ein Album zu produzieren. Ja. Aber würdest du sagen, das ist eben der Grund, weshalb eben jetzt seit 2020 man nicht mehr so viel von euch hört? Oder wie geht es euch prinzipiell als Gruppe? Also, das Ding war, nach dem Tour Life, also nach dem Orson's Island Album, hatten wir eben noch diese Songs über von der Tour, die wir gemacht haben. Und danach waren alle in Solo-Projekten. Ne? Mhm. Ich habe mein Solo-Album gemacht, Tua, ja. Mackes, Bartek hat 2 Solo-Alben einfach gemacht und so. Wir haben in der Zeit dann, um so nicht mehr komplett gar nichts zu machen, haben wir uns gesagt, hey, wir treffen uns einmal im Quartal wenigstens für eine Woche, mhm, und machen einen Song und releasen den. Und da haben wir 4 so Sessions gemacht, 3 Songs davon rausgebracht. Es war immer so, die Challenge war, eine Woche Songs schreiben und am Ende der Woche ein Video dazu drehen. Mhm. Und das war schon ein bisschen wahnsinnig. Ich wollte gerade sagen, das ist ganz schön sportlich für eine Woche. Beim vierten Mal ist es so ein bisschen gescheitert und das war auch so ein bisschen uncooler Abschluss leider. Und seitdem haben wir uns, es fehlt irgendwie immer noch der 4. Song. Das war eigentlich so das Projekt, ne? Wir wollten auch zum Schluss dann so eine 4 Song, EP, Vinyl und alles rausbringen dazu, aber der letzte, da war das Video irgendwie nicht so geil, das Song war nicht so geil und dies und das und so. Und dann kamen die ganzen Soloalben, oder die Soloalben haben halt so die Endphase erreicht. Mhm. Und seitdem haben wir dann irgendwie diese Sessions nicht mehr so richtig, richtig gemacht. So. Mhm. Weil ich ja gerade mit dem das Ding so wieder in mir trage. Ne? So die letzten Tage war ich im Studio und habe so gedacht, hey komm, wir müssen diesen 4. Song und dieses Projekt abschließen. So. Mhm. Habe so ein paar Skizzen dafür geschrieben und freue mich schon, den Jungs das zu zeigen. Ich bin gespannt, wie die darauf reagieren. Cool. Und so. Mhm. Aber ja, das ist gerade irgendwie so der Winterschlaf der Orsons, der gerade stattfindet. Wir haben uns dieses Jahr auch einmal getroffen am Bodensee und hingen eine Woche, es war nicht eine Woche, es war ein Wochenende, rum und haben so ein bisschen gequatscht und so, wie es weitergeht und so. Aber ja, war eigentlich auch nichts Spruchreifes. Wir hingen eigentlich nur rum und haben Musik angehört. Und ja, aber das ist ja auch total schön, weil ich meine, das ist ja trotzdem, man ist als Gruppe zusammen, selbst wenn ihr jetzt dabei selber nichts produziert habt. Ja, es ist natürlich, ja, es ist ja auch einfach Zeit, die man als Gruppe und die ihr ja auch sehr intensiv sicher hattet, dann zusammen verbringt. Das ist doch super. Voll. Und so wie du sprichst, ist ja zumindest noch ein bisschen Hoffnung, dass ihr vielleicht diesen 4. Song noch fertig macht. Mhm. Das würde eure Fans, inklusive uns, sicher auch freuen. Aber ich würde gerne noch eine Zeile aufgreifen, die wir uns hier rausgeschrieben haben, aus dem Song Lagerhalle. Mhm. Haben schon alles erlebt, ganz oben gewesen. Würdest du sagen, das trifft so ein bisschen auf die Orsons zu, also dass ihr so euren Peak hattet oder so, vielleicht, du hast gesagt, das ist nur nichts Spruchreifes, aber so ein bisschen Gefühl her, oder kommt da nochmal was? Peak-mäßig? Ja, sowohl peak-mäßig als auch grundsätzlich. So wie schätzt du das ein? Also ich bin mir sicher, dass noch auf jeden Fall was kommt. Es kommt auf jeden Fall noch was, aber peak-mäßig kann es das schon gewesen sein, ich glaube schon. Ich weiß nicht, wie wir das toppen sollen. Ja, ich meine, ihr habt ja auch einfach schon einen krassen Peak gehabt. Voll. Das muss man jetzt an der Stelle ja auch mal sagen. Also
Hier gerade mit Ventilator, um nochmal den Ohrwurm an alle wiederzugeben, die ihn gerade wieder vergessen hatten. Ja. Schwung in die Kiste. Ja. Und ich meine, du sagst das selber oder du hast es selber schon gesagt, ihr seid alle als Solo-Künstler auch aktiv, jetzt auch gerade du. Mhm. Da ist natürlich auch irgendwann einfach, ja, der Fokus woanders, ne? Nee, das nicht unbedingt, weil Solo-Künstler waren wir immer zwischendrin, ne? Also wir sind als Solo-Künstler gestartet, haben uns in diese Band hineinverlaufen und haben immer parallel die Solo-Sachen weitergemacht und sowas, ne? Deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind überhaupt nur so lange eine Band, weil wir diese Solo-Sachen auch machen, so, ne? Sonst hätten wir uns wahrscheinlich schon früher getrennt oder sowas, aber ja. Also ich bin auch gespannt, wie es weitergeht so und ob man da irgendwas toppen kann, das ist halt die Frage. Ne? Ich hätte ja niemals gedacht, dass wir überhaupt so etwas schaffen. So. Ich habe es mir natürlich immer gewünscht. Ich wünsche mir auch jetzt, dass wir nochmal das alles toppen und nochmal was Cooleres machen und was Erfolgreicheres machen und sowas. Aber das kann man sich natürlich nicht aussuchen und es ist immer ein Geschenk, sowas überhaupt erleben zu dürfen und sowas. Deswegen bin gespannt. Mhm. Nochmal sowas kreieren dürfen. Aber wenn ich dir jetzt mal eine böse Frage stellen darf, also wenn du dir jetzt wirklich so aussuchen müsstest, was du weiterführen darfst, die Orsons oder die eigene Solo-Künstlerkarriere? Da bin ich immer hin und her gerissen, ne? Also es gibt Phasen, da will ich lieber Solo, da beantworte ich die Frage auf jeden Fall Solo. Ich merke aber dann jetzt so ein Interview wie, also das ist immer mein Knackpunkt auf so, ich mache Solo-Sachen und dann gebe ich Interviews und es ist nicht nur eins im Schlosspark in Pliningen, sondern es ist halt so mehrere Interviews und immer die gleichen Fragen. Es ist immer, und man ist alleine und kriegt immer die gleichen Fragen gestellt und immer wieder das und es geht immer nur um die gleiche. Bei solchen Sachen denke ich mir immer, oh mein Gott, ich habe so keinen Bock, Solo-Sachen zu machen. Ich will mit meinen Jungs unterwegs sein. Lachen, Ding, jeder hat immer irgendeine dumme Antwort parat und Ding. Das ist so viel, das ist so viel witziger irgendwie als alleine dann so Sachen zu machen. Aber es hat beides seine Vorteile und so. Alleine musizieren ist natürlich geiler, weil man immer machen kann, was man möchte. Ja. Zusammen musizieren ist halt immer ein bisschen so ein bisschen detailverliebt, habe ich das Gefühl, ne? Weil doch dann drei Köpfe super ehrlich und mit harten Bandagen um das Beste für den Song kämpfen und sowas. Ne? Das ist, ich mag es eigentlich, glaube ich, schon Orsons-mäßig, bandmäßig mehr. Auch wenn es manchmal wehtut. Ja. Aber ich glaube, den Schmerz wird man nie los. Ne? Selbst wenn man alleine ist, hat man auch Schmerzen. Aber das ist halt, der Schmerz kommt von einer anderen Seite. So, ne? Ja, es hat eben so beides sein zu. Und ich finde, so wie du es erklärst, jetzt für uns als Nicht-Musikerin, ist aber total nachvollziehbar. Also ich kann da total gut nachfühlen, obwohl ich es selber jetzt ja von mir nicht kenne. Also das ist cool, wie du uns da so mit reinnimmst. Jetzt haben wir ja aber auch schon sehr ausführlich über euch als Gruppe gesprochen und du sagst ja, es hat beides was und auch du machst super gerne auch deine Sachen alleine, wo du einfach machen kannst, was du willst. Deswegen wollen wir jetzt natürlich auch noch auf deine Sachen, die du als Solokünstler machst, schauen und vielleicht, wenn du gerade sagst, es ist, du kannst machen, was du willst. Was ist dir denn am wichtigsten, wenn du als Solokünstler Song schreibst oder im Studio dann fertig machst? Eigentlich das Gleiche wie bei den Orsons. Ich will einfach nur das beste Lied schreiben. Ein Lied schreiben, das mir selbst irgendwie Gänsehaut oder Freude bereitet, wenn ich es anhöre oder sowas. Ne? Ist eigentlich immer die Suche nach einem guten Song, nach einem starken Song. Viel mehr ist es ehrlich gesagt nicht. Also es muss, ich freue mich einfach, wenn ich am Ende des Tages eine schöne Vase kreiert habe, die man auch benutzen kann, um Wasser irgendwo einzugießen. So. Was für eine Metapher, krass. Wenn die ein Loch hat, dann ist es halt scheiße. Oder wenn die halt so ein bisschen krumm ist, dann ist es halt so, ich weiß nicht, ob die irgendjemand haben will bei sich im Regal und sowas. Mir gefällt sie, aber ich weiß nicht, ob die jemals jemand Ding und so. Das ist eigentlich das Ding, so, ne?
Ich habe dazu auch auf deinem Insta gelesen, dass du deine Musik so als Spiegel deiner Seele beschreibst. Mhm. Heißt es denn, dass deine Songs dann auch immer Themen ansprechen, die dich so selbst betreffen oder betroffen haben? Oder gibt es auch Songs, die wirklich so eine komplett fiktive Storyline haben? Oder wie ist es bei dir? Beides. Manches. Also selbst die Songs, die super biografisch sind und persönlich und sowas, die haben immer wieder auch Zeilen, die irgendwie so fantastisch sind für den Fluss der Geschichte oder so, weißt du? Und die fiktivsten Geschichten haben auch krass die persönlichen Punkte irgendwie mitverwoben und sowas, ne? Mischung halt dann. Genau, genau. Hast du so Themen, über die du besonders gern schreibst oder wo du ja, was dich besonders bewegt oder inspiriert für deine Musik? Nee, eigentlich nicht. Alles. Wirklich, also ich kann's echt nicht so richtig sagen. Hm. So, es ist Slave. Slave. Genau. So, ja, passt aber auch ein bisschen zu dem, so wie du jetzt sagst, oder wie auch Bartek dich ja beschrieben hat, so flowy, oder wie du dich auch selbst beschrieben hast. Mhm. Genau. Ja. Hat ja auch gesagt, du bist so einer der bildhaftesten Rapper überhaupt. Kannst du vielleicht beschreiben, wie du das genau so umsetzt, dass da wirklich Bilder im Kopf bei den Leuten entstehen? Ja, also ich merke immer, dass ich, wenn ich ein Buch lese zum Beispiel, also mich fasziniert immer am meisten die Hauptgeschichte, also wenn ich hinten auf einem Thriller eine Geschichte lese und denke, boah, das ist eine geile Prämisse, ne? Das feiere ich voll, wenn ein Song eine geile Prämisse hat. Aber ich feiere auch total, und das liebe ich fast noch mehr, so Alltagsbeschreibungen, kleine Details, die etwas Alltägliches realistisch in mein Hirn pressen auf einmal, so, ne? So Sachen, die ich zuvor nie beachtet habe, werden auf einmal beschrieben. Mhm. Und ich denke mir, stimmt. Das stimmt. Manchmal sieht man echt irgendwie so Staub in einem Sonnenstrahl hindurchschweben. Und ich erinnere mich auf einmal an 3-4 kleine Situationen, die ich erlebt habe, wo das auch passiert ist, wo ich aber nie drauf geachtet habe, aber das ist eigentlich total die schöne Kleinigkeit. So, ich liebe schöne Kleinigkeiten. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus diesen beiden Sachen, die ich gerne habe und gerne beschreibe. So. Mhm. Ja. Spannend, dass er sich, also kann ich, also es ist, ja, es ist irgendwie ein schöner Aspekt, eben diese Details zu beachten. Und dann ist es ja vielleicht doch so ein bisschen das, was du jetzt gerade erzählt hast, was eben so deine Musik ausmacht, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so analytisch ist, aber eben dieses, ja, was ist dir wichtig, was bringst du rein, was magst du gerne, auch in deine Art von Texten. Mhm. Ja, du hast auch mehrere Soloalben rausgebracht und vielleicht können wir mal noch über dein erstes sprechen. Mhm. Genau, dein erstes Album, Amok Zahltag. Da war ja alles so ein bisschen kompliziert, sag ich mal, auch mit der Veröffentlichung und so, also das war, da sollte dein erstes Album werden, das war viel Arbeit, die du da reingesteckt hast und war dann ja angekündigt für März 2009, glaube ich. Mhm. Genau, und in dem Album geht es ja auch um Amokläufe. Mhm. Das ist total spannend, dass du dir so ein Thema auch für dein erstes Album ausgesucht hast, finde ich. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen? Was hat dich da, was war das für ein Album und wie bist du auch auf dieses Thema dann irgendwie gekommen? Wieso war das, hat es dich in der Zeit bewegt? Also, es hat mich bewegt, weil ich mich, also zum einen, also ich glaube, es hängt auch mit diesem introvertiert, schüchtern Ding zusammen, dass ich
dass ich das immer faszinierend fand, dieses amerikanischen Stories, die man so gehört hat. Ne? Ich habe irgendeinen Film, glaube ich, geschaut über es gab irgendeinen so Film. Ich hatte so eine Phase, wo ich ganz viel DVDs immer aus der Bücherei ausgeliehen habe. Und da war dieser auch so ein Amoklauf-Film dabei, der mich auch krass bewegt hat und den ich krass faszinierend fand. Und die andere Zutat zu dem Lied damals zumindest, ne, war so. Ich war einfach fasziniert von Eminems Song Kim. Kim heißt der Kim? Ganz, ganz krasser Song, wo er irgendwie seine Baby Mama da irgendwie umbringt, irgendwo im Wald verschachert und sowas, ne? Und ich fand es so krass. Es war einfach so ein krasser Song. Und irgendwie diese Filmszene, die er da erschaffen hat, so in diesem Song, wollte ich auch mal ausprobieren. Und irgendwie habe ich an diesen Amok, das war einfach auch so eine spontane Idee einfach, ne? So, oh, krass, so ein Amoklauf-Song im Stil von Kim, wenn der Song so heißt. Das wollte ich ausprobieren. Ich habe es ausprobiert und was am Ende rauskam, war so voll krass. Und alle Leute, die ich es gezeigt habe, war so, oh mein Gott, was ist das für ein krasser Song und so. Und daraus habe ich dann halt diese Geschichte auch auf dem Album und sowas gesponnen. Ne? So ein bisschen, das war so ein bisschen dieses Ding. Viel Eminem-Inspiration war es auf jeden Fall. So, weil ich das super faszinierend fand, wie authentisch und wie echt der das auf diesen Songs geschauspielert hat, wie ich es zuvor super selten gehört habe. Ne? Das ist so, dass man solche Emotionen so in Reime packen kann und solche Szenen irgendwie drehen kann. Ich meine, dein Song beschreibt ja auch wirklich so, wie so ein Amoklauf aus Sicht eines Täters aussieht, der eben so auch seine Tat damit erklärt, dass er eben von seinen Mitschülern gemobbt wurde. Würdest du denn sagen, dass dann deine eigene Schulzeit auch Grund dafür war, weshalb du diesen Song machen wolltest? Nee, eigentlich nicht. Ne? Ich habe das zu der damaligen Zeit so ein bisschen so verkauft. Ich habe es so ein bisschen so erzählt, imagemäßig, am Anfang zumindest, bevor dann so auch dieser Amoklauf passiert ist und sowas, habe ich das so ein bisschen so erzählt. Auch Eminem inspiriert, ne? Ich habe irgendwann mal so gelesen, so hey, Eminem hat so diese Trailerpark, er ist im Trailerpark aufgewachsen und hat diese Ding und so. Und es war auch alles nur Image, weil er hat irgendwie 2 Wochen in einem Trailerpark gelebt bei seiner Mutter und hat daraus dann ganz viel für seine Kunstperson geschöpft und daraus die kreiert und sowas, ne? Und ich dachte so, ah, okay, so macht man das also, dann könnte ich ja das erzählen, weil ich hab mich natürlich irgendwie identifizieren können mit Kids, die so, weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich bin in dem Spektrum von den Kids in der Klasse, ne? Also ich war in der Klasse nie der krasseste, der Typ, wo man sagt, ey, das ist der Typ, der Trump das Ohr wegschießen wird irgendwann mal so, sondern ich war aber immer der, ich saß so 3 Tische von denen weg und ich habe dann so, hey, jetzt lass den doch mal und so. Oh, ich habe schon irgendwie immer mit diesen Jungs so, ich konnte es so irgendwie nachvollziehen. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube schon, also du meinst, dass man so dieses, oder korrigier mich, aber ich glaube, ich verstehe es so, dass du dich reinversetzen kannst in so jemand, der diese Gefühlslage hat von eben deiner Person, von der du auch sprichst und sich dann vielleicht weiterentwickelt zu jemand, der vielleicht auch so eine Tat begeht, ohne dass du das jetzt machen würdest. Aber verstehe ich dich da richtig, dass du so die Gefühle dieses Kindes nachvollziehen kannst? Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Ja. Eigentlich ja total komplexer Gedankengang oder komplexe Gefühle, die du da ja dann mit einbringst in diesen Song auch und in dieses Album.
Ja. Ja. Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Das ist gar kein Problem. Vielleicht können wir, also es ist natürlich auch total schwierig, kann ich mir vorstellen, da so jetzt nochmal so analytisch drauf zu blicken, auf ein Album oder einen Song, den man vielleicht ja auch aus einem Gefühl rausschreibt, was man, in das man sich hineinversetzen kann. Mhm. Aber vielleicht lassen wir das an der Stelle einfach mal so stehen und gehen noch ein, oder möchtest du noch was dazu sagen? Vielleicht später, ja. vielleicht fällt mir dann meinem Brain dann wieder was ein, wo ich sage, ah, warte, das hätte ich noch sagen können und sowas. Ja. Aber, ja, gerne. Also ich glaube, es wird klar, dass du diesen Song eben, dass du dich in diese Gefühle eben hineinversetzen kannst und dass diese Sicht, die zum Beispiel auch also von so jemanden halt dich hineinversetzen kannst und es spannend fandest, das aus dieser Sicht anzugehen. Ja. Ich glaube, so können wir es. Ja. Also generell, ich versetze mich gerne in verschiedene Charaktere hinein, sowas. Ne? Damals erschien mir das als ein spannender Winkel für etwas, was in Hip-Hop noch nicht so beleuchtet wurde, weil es da halt immer um die coolen Dinge und sowas geht. Und ich dachte, es ist interessant, da mal so diese Außenseiter-Rolle das einzunehmen. Das ist es vielleicht, ja. Das und, ist es vielleicht. Genau, und halt mit diesem extremen Auswüchsen, so sich auch da hineinzudenken und sowas. Das war auf jeden Fall spannend. Und wie gesagt, wenn ich habe da schon irgendwie, ich habe sogar 2-3 Songs in diese Richtung geschrieben, ne? Und die waren alle immer irgendwie faszinierend so. Und Sachen, die mich halt auch fasziniert haben. Und ich habe es gut gemacht, so, ne? Ich hab mir immer gedacht, so, ich habe seitdem nie wieder irgendwie so sehr fiktiv irgendwelche Sachen geschrieben, weil ich einfach traumatisiert war dann nach diesem Erlebnis, ehrlich gesagt. So, dass es dann irgendwie solche Runden macht und sowas. Ich habe keine Ahnung, ich habe dann irgendwie Abstand davon genommen, so, weil es mir zu... Es erschien mir irgendwie so, das gab es ja oft, ne, dass Musik so... Musik wird immer irgendwie anders aufgefasst. Wenn es ein Film ist, dann ist es oft so, dass den Leuten, die diese Ebene noch klarer ist, dass das was Fiktives ist. Ja. Bei Musik aus irgendeinem Grund ist, und das war mir damals nicht klar, und dass Musik so viel authentischer wahrgenommen wird, oder dass diese Linie zwischen Fiktion und Ding viel, und Realität irgendwie viel feingliedriger ist oder feinstofflicher. So. Dass die Leute viel schneller denken, dass das was Echtes jetzt ist und sowas. Ne? Und bei einem Film ist ja klar, dass der nicht fliegen kann und sowas. Wenn jemand in einem Song sagt, er kann fliegen, denken die Leute, was ist das für ein... Aber ich finde, das ist eine total spannende Ebene, die du hier ansprichst. Genau, wenn es eben um solche fiktive Songs gibt, also weiß nicht, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, dass, ja, also finde ich, hast du total recht. Und du hast ja auch gerade angesprochen, so dein dieses Album hat ja voll die Runden geschlagen. Damit meinst du wahrscheinlich auch diese Probleme, die es bei der Veröffentlichung davon gab. Dass ja auch MTV gerade dieses Musikvideo dazu dann ja doch nicht veröffentlichen wollte, weil sie es als jugendgefährdend eingestuft haben und die Veröffentlichung dann ja auch mehrmals verschoben werden musste. Also zum ersten Mal, glaube ich, wegen einem Produktionsfehler und dann eben 2009, weil es ja dann auch diesen Amoklauf in Winnenden gab, 11.3., was ja dann 2 Tage vor diesem ursprünglichen Erscheinungstermin des Albums war. Genau, und du wurdest ja in dieser Zeit dann ja auch wirklich sehr von den Medien kritisiert. Wie genau ging es dir in dieser Zeit? Also wie hast du das so wahrgenommen, als du dann mit solchen Anschuldigungen konfrontiert wurdest? Genau, das Album wurde verschoben, als das passiert ist. Und MTV hat das Video nicht gespielt, aber das war uns auch klar. Ne? Das war ohnehin ein Video, das ab 18 war. So, ne? Also wenn, dann hätte man das irgendwie nur zensiert oder irgendwie sowas zeigen dürfen, sowas. Ne? Okay. Das hat uns nicht überrascht. Produktionsfehler weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ob das habe ich jetzt schon vergessen. Wahrscheinlich, weil das andere dann doch überwogen hat, ne? An die Erinnerung. Klar, voll. Und ja, ich war damals, ehrlich gesagt, komplett überfordert mit der Situation, weil für mich war es einfach nur
super blauäugig, naiv, habe ich gedacht, ich habe einfach nur einen krass intensiven Song geschrieben, der ja, irgendwie anders ist, als es jemals in Deutschland, im deutschen Rap bisher gab und sowas. Ne? Ich fand es einfach geil geactet. Ich fand es eine krasse Musical-Szene. So, ne? Wenn es ein Musical gewesen wäre, wäre es eine krasse Szene in dem Musical gewesen. Und ich war richtig stolz darauf. Und dass es dann aber irgendwie in so einem Kontext dann zerschnibbelt wird und hat mich damals maßlos überfordert, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und sowieso, dass das in dem Zusammenhang dann stattgefunden hat, war natürlich krass tragisch. Und ich meine, das mit dem Amoklauf, als es passiert ist, da war ja dein Song, das hatte ja nichts miteinander zu tun. Das ist ja, aber dass es so aufeinander passiert und dann so ein tragisches Ereignis, ist natürlich auch einfach unglaublich tragisch und erschütternd. Ey, also ich kann eher so im Nachhinein sagen, ja, ich bin zwiegespalten. Ne? Ich finde, das Album ist schlechter geworden dadurch. Rein aus künstlerischer Sicht ist es irgendwie schlechter geworden. Wir haben den Song runtergenommen, der jetzt nie veröffentlicht wurde und sowas. Ne? Der nur irgendwie so kursiert, irgendwie illegal auf irgendwelchen YouTubes oder irgendwas. Aber ja, die Songs, die ich dann nachgeliefert habe, sind so, ja, ich finde es so halb cool. Ich finde es so halb cool, aber ja, es war schon der richtige Schritt damals so aus. Ja, in diesem Kontext natürlich auch einfach. Voll. Auf jeden Fall. Und dein Song Amok Nachtrag hat dann ja quasi so den vorherigen Titelsong Amok Zahltag ersetzt und darin hast du ja nochmal deinen Standpunkt klar gemacht. Hast du denn das Gefühl, dass deine eigentliche Message durch den Song dann besser verstanden wurde, was du damit rüberbringen wolltest? Ja, also weil ich sie ja dann öfter erklärt habe. So, und das war irgendwie auch so die Lehre aus dieser ganzen Aktion war damals so, ne, ich habe viel zu naiv mir vorgestellt, wie so Zusammenhänge verstanden werden, ne? Dass es halt doch nicht so einleuchtend ist, wie es mir jetzt vorkommt, wenn ich etwas ausdrücke, so, dass das beim Publikum nicht unbedingt so verstanden wird, wie das hatte ich damals gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte so, ja, das wird schon und wenn es nicht verstanden wird, dann erkläre ich es halt so, ne? Dass man bei so delikaten Themen dann doch irgendwie vielleicht noch zwei, drei Gedanken mehr hineinsteckt, habe ich erst da gelernt. Ja. Aber ist ja vielleicht auch was, woraus man dann lernt, andere Perspektiven zu sehen oder was einen vielleicht ja auch prägt. Also gerade kann ich mir vorstellen, bei dem ersten Soloalbum, dass dann direkt irgendwie ja so viel Kritik auch bekommt oder auch in Anbetracht der Umstände natürlich einfach so eine krasse Wellen geschlagen hat, das kann ich mir gut vorstellen, dass es ja auch prägt und dich als Musiker sicher auch beeinflusst hat. Oder auch so, wie du eben, hast du ja gerade schon gesagt, dass du eben siehst, wie werden die Songs auch von anderen wahrgenommen. Absolut, ja. Krasses, oder wolltest du noch was dazu sagen? Du guckst gerade so nach. Ich hör den Regen, so diesen Sommerregen so schön im Hintergrund. Hört ihr das auch? Ist das auf der Aufnahme? Ja, das hört man, glaube ich. Klingt richtig beruhigend, finde ich. Ich liebe ja Regen, aber. Summer Rain. direkt noch hier Live-Konzert. Genau. Ja, krasses erstes Album auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir uns einig. Du hast ja noch andere Alben rausgebracht. Die können wir, glaube ich, nicht alle so ausführlich besprechen, sonst sitzen wir morgen noch hier. Aber vielleicht kannst du ja mal sagen, hast du ein Album, so von deinen Soloalben oder vielleicht auch einen Song, den du besonders gern magst oder der dir besonders im Herzen liegt? Ja. Ich mag viele Sachen sind auch auf den Orsons-Alben gelandet tatsächlich, von meinen Solo-Sachen, also Solo-Alben-mäßig. Wunderschöne Welt mag ich immer noch sehr gerne. Ich mag
Für immer Berlin, das war ein Orsons-Song. Also Cars Solo-Song auf dem Orsons-Album. Schneeweiß mag ich sehr gerne. Ich hasse meinen Job, mag ich sehr gerne. Das kann man so richtig schön im Auto hören, wenn man zur Arbeit fährt. Ja, perfekt. Voll. Ja. Oder wenn man von der Arbeit wegfährt auf dem Fahrrad und auf dem Berg hoch muss, kann man den auch sehr gut hören. Das ist ein guter Song zum Sporten auf jeden Fall. Power. Ja. Flügelschlag mag ich auch ganz gerne. Das ist so ein bisschen die Fluchtgeschichte von meiner Mom und mir. Auch krass, ja. Mit einer Zukunftsdystopie in der, das war doppelt gemoppelt, in der zweiten Strophe. Den mag ich gerne. Was noch? Clown mag ich auch sehr gerne. Ja, auch schon gesprochen. Ach, keine Ahnung. Ja, es ist schwierig. Ey. Ja. Du hast jetzt ja auch echt schon einige genannt. Und du hast ja, du hattest ja vorhin gesagt, wir hatten dich ja gefragt, gibt es so Themen, die dir wichtig sind? Hast du gesagt, eher nicht so. Du lässt dich inspirieren vom Leben. Mhm. Und ja auch von deinem Leben. Also du, so jetzt gerade hast du gesagt, mit Flügelschlag, so die Fluchtgeschichte von dir und deiner Mom. Das ist ja schon auch immer, du erzählst ja schon immer auch sehr persönliche Sachen immer wieder durch deine Songs. Ist es dir irgendwie wichtig, das dann nach außen zu tragen? Oder wie fühlt sich das auch für dich an, wenn du dann so Songs releasest, die ja wirklich sehr persönlich sind und dann ja auch was von deinem Innersten offenlegen? Mhm. Hatten wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen erzählen, wie sich sowas anfühlt. Ja, also ich erzähle sowas nicht unbedingt gerne, aber ich mag es einfach, wenn andere Künstler, die ich schätze, sowas erzählen. So ein bisschen, wie wir vorhin schon gequatscht haben, ne? So Sachen, mit denen man sich dann nicht so alleine fühlt. Und oft ist es halt so, dass so persönliche Geschichten dann doch irgendwie, auch wenn man sie selber vielleicht nicht erlebt, trotzdem berührend sind und irgendwie auch dann doch mehr Parallelen mit echten Leben von anderen Menschen zu tun haben als irgendwelche allgemeinen so Platzhalter-Songs, ne, wo man dann so ein bisschen oberflächlicher schreibt oder sowas. Aber die höchste Kunst ist es eigentlich, sehr oberflächlich, sehr persönliche Sachen zu sagen. Das ist so ein, was die Beatles immer so perfekt gemacht haben, finde ich. Mhm. Ja, es klingt schon nach einer richtigen Kunst. Ja, voll. Genau. Vielleicht können wir ja doch noch kurz auf dein aktuellstes Album bzw. auf deine EP eingehen, die jetzt erst im Juni von dir rauskam. Acropolis Freestyle hat sie mit 5 Songs. Venus Komorebi, Heartbreaks, Natural Born Killers, Fuck Off und natürlich Acropolis Freestyle selbst als Song. Und da habe ich halt auch bei dir auf Insta gesehen, dass ja jeder Song so seine ganz eigene Bedeutung für dich hat. Und wenn du dir davon jetzt vielleicht mal einen rauspicken müsstest, welcher davon liegt dir besonders am Herzen und warum? Ich glaube, Venus Komorebi mag ich schon sehr gerne, weil es eigentlich genau das ist, was ich halt mag. So, ne? Das ist so dieses, so ein ganz kleiner Moment in einer Warteschlange stehen und da so die Gedanken, die man hat, während man in so einer Warteschlange steht und die Sachen, die man sich anschaut, während man sich langweilt und so. Sowas mag ich sehr gerne. Ich weiß nicht, wie gern das Publikum hört, aber das habe ich auf jeden Fall sehr gerne geschrieben. Heartbreaks mochte ich auch sehr gerne. Eigentlich mag ich alle Lieder, ne? Alle Lieder, die ich rausbringe, mag ich irgendwie sehr gerne. Das ist gut. Ja, besser ist es. Ja, Aber klär uns mal ganz kurz auf. Ich bin voll drüber gestolpert. Komorebi. Was heißt das denn? Das ist das japanische Wort für Sonnenlicht, das durch Baumblätter filtert. Mega schön. Passt total zu dem Bildlichen, was wir vorhin angesprochen hatten. Ich habe sofort ein Bild vor Augen, wenn du das erzählst. Ja. Same. Und die japanische Sprache hat halt ein Wort dafür. Das ist halt so cool. Das ist so krass, oder? Also,
Genau, das ist wirklich so die Essenz davon. So genau solche kleinen Beobachtungen, sowas. Ne? In Deutsch brauchst du einen halben Satz. Und oder einen zweistündigen Podcast. genau. Ja. Oder halt ein Wort dafür zu haben. Das ist halt schön. Gibt es ein deutsches Wort, das so eine Bedeutung hat? Boah, ich glaube nicht. In dem Kontext glaube ich auch nicht. Nee, ne? Sonne, die durch die Äste scheint. Und eben, ich finde es total cool, dass du gerade den Song genannt hast, weil so wie du es beschrieben hast, ich finde, das zeigt einfach, was wir vorhin schon ganz viel besprochen haben, was dir wichtig ist bei deiner Musik. Passt, finde ich, voll gut dazu. Mhm. Also alle jetzt das Lied anhören. Ja, sehr gerne. Spannend. Und das ist ja, also du, das hast die EP hast du jetzt gerade erst ganz neu rausgebracht. Mhm. Ja, wobei EP ist so ein bisschen viel gesagt. Also das ist natürlich jetzt gerade so, ich habe einfach Singles rausgebracht und dann machst du das heißt Waterfall-Strategie, ne? Dass du einfach eine neue Single rausbringst und dann immer den Song, der davor rauskam, mit dran heftest und sowas, damit, wenn jemand den Song neu entdeckt, die Songs, die zuvor rauskamen. Also ich drop gerade einfach ehrlich gesagt nur Singles und hänge die immer aneinander. Das ist alles jetzt kein zusammenhängendes, krass zusammenhängendes Projekt. Das ist für mich auch jetzt eher so ein Mixtape-Gedanke. Da kommen auch noch ein paar raus. So, ne? Das ist jetzt nur, die Acropolis-EP ist jetzt nur so die letzte Nummer, die rauskam sozusagen. Hast du schon neue Projekte, an denen du arbeitest? Ja, einige. Ich arbeite an einer Serie, einer Netflix-Serie, die ich gerade schreibe und hoffe, bald realisieren zu können. Eine Netflix-Serie? Ja, genau. Jetzt im Ernst? Ja. Ja, cool. Wow. Das ist aber mal ein ganz anderes Projekt hier. Krass. Ja, voll. Ich bin ein Riesenfan, ne? Riesenfilmfan, Filmfan, Serienfan, Geschichten erzählen, Storytelling, was ich halt auch super gerne in meiner Musik mache und sowas. Mhm. Und genau, daran bastel ich gerade so ein bisschen. Ansonsten arbeite ich an meiner Klamottenmarke gerade. Die versuche ich an den Start zu bringen. Wir haben ja vorhin schon von Bartek gehört. Du bist richtige Fashionista, richtiger Klamottenexperte. Ja, absolut. Also ich habe da echt meine Leidenschaft gefunden für durch den, witzigerweise durch den Film Der Teufel trägt Prada. Oh, cooler Film auch. Wo ich zum ersten Mal begriffen habe mit meinem Holzkopf, was das für eine Kunst ist, ne? So diese ganze Laufsteg-Outfits und sowas, dass jedes einzelne Kleid und jeder einzelne Anzug und sowas so ein Kunstwerk für sich sein kann und diese ganzen Catwalk-Läufe und sowas auch wie ein Album sind und sowas, ne? Wo man auch ganze Geschichten erzählen kann anhand von Outfits und so. Mega geil, liebe ich. Cool. Das ist auf jeden Fall auch so ein Zukunftspfad, den ich begehe gerade. Aber hast du da schon so eine bestimmte Kollektion im Kopf? Oder in welchem Produktionsschritt, sag ich mal, bist du da gerade? Ich hab einige Stücke im Kopf. Ich halte die fest, ich mache mir Notizen, ich mache mir Zeichnungen und genau, aber es ist jetzt noch nichts. So wie bei meinem Album, ne? Ich habe einzelne Skizzen und ich sammle die ich wirklich realisieren will und fertig produzieren will und aber es ist alles noch under construction, sage ich so. Ne? Mhm. Ah, das ist ja total cool, weil du sagst gerade schon, es sind irgendwie andere Formen der Kunst, als es Musik, weil es ist einfach was anderes, aber es ist auch Kunst und es ist so ein bisschen, was du gerade für dich dann neu entdeckst, oder? Voll. Nee, es ist nicht neu entdeckt, aber ich oder weiter ausführst, ja. Genau, es sind Sachen, die ich seit Jahren mit mir rumtrage, wo ich sage, hey, irgendwann realisiere ich es und ich denke, es fühlt sich an, als wäre jetzt langsam der richtige Moment, das auch wirklich anzugehen und sowas. Ja. Dann sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Ich auch, ja. Cool. Ja, nice. Der Podcast heißt ja nicht umsonst Sprich Stuttgart, weshalb wir jetzt auch noch so ein bisschen mit dir über die Stadt gegen Ende unserer Podcast-Zeit quatschen wollen. So, die Stuttgarter Hip-Hop-Kultur ist ja wirklich eigentlich so der Ursprung vieler Künstler. Wie würdest du denn sagen, hat dich konkret Stuttgart beeinflusst, also dich und deine Musik? Sehr, sehr. Das waren auf jeden Fall die ersten deutschsprachigen Rap-Songs, die ich gehört habe, waren ganz früher Fantastische Vier natürlich. Klar.
Und dann das erste, wo ich dann so tiefer verwurzelt war, sage ich mal, und schon richtiger Hip-Hop-Fan. Und dann war schon Massive Töne große Inspiration. Freundeskreis und Massive Töne waren die ersten zwei Deutschrap-Platten, die ich mir geholt habe und sowas. Und die mich sehr beeinflusst haben. Ja. Mhm. Und es war natürlich auch immer dann der Pilgerort, ne, nach Stuttgart zu kommen und das alles hier mitzuerleben und an die Orte zu gehen, die man in den Songs gehört hat und an die Pulsschlagader sozusagen des deutschen Raps zu kommen. So, das war schon groß damals, das war schon groß. Hat dich Stuttgart schon mal für deine eigene Musik inspiriert oder inspiriert dich irgendwie? Ja, auf jeden Fall. Also ich hasse meinen Job. Ist zum Beispiel auf jeden Fall habe ich geschrieben in der U7 und U15 habe ich mich immer, also Fahrt von der Ruhbank runter in die Stadt, ne? Das war schon so, ich saß da und habe aufgeschrieben, was ich sehe und was gerade passiert und hier und da und so. Der Blick über den Kessel, ne, so früh morgens auf dem Weg, die ganzen Leute, die müde in der Bahn sitzen. Ich hatte so eine Phase, wo ich psychokrank früh ins Studio immer gegangen bin, so 5 Uhr morgens wollte ich schon anfangen zu schreiben und dann saß ich halt so mit diesen ganzen Frühschichtlern in der Bahn und alle hatten keinen Bock auf früh aufstehen und in die Arbeit fahren und so kam dann, ne, so die Erinnerung, boah krass, stimmt, früher hatte ich auch überhaupt keinen Bock auf so früh aufstehen und irgendwo Ding und sowas. Und so ist dann der Song irgendwie aus meinen Erinnerungen und aus meiner aktuellen Fahrt ins Studio am Hauptbahnhof in Stuttgart entstanden. So, ja. Dann warst du wahrscheinlich auch oft bei Chimperator, ne? Weil ich meine, das ist ja auch ein Label in Stuttgart ansässig. Oder wie würdest du sagen, bist du konkret durch das Label so in Stuttgart verwurzelt? Dadurch, dass ich natürlich von Anfang an, sage ich mal, dabei war, das erste Chimperator Büro im Rockhausgebäude damals, ne, so wo die ganzen Musikstudios drin waren und so, das war natürlich schon auch eine spannende Zeit so. Ich fand es eigentlich auch total schön, wie du gerade, also natürlich die müden Menschen, schrieben es, aber auch so dieser Blick morgens über den Kessel und so. Also ich finde, da nimmst du uns ganz gut mit, auch zu deinem Stuttgart-Bezug, zu deinem persönlichen Stuttgart-Bezug. Voll. Und das finde ich auch immer, ist das Schönste an Stuttgart, also eines der schönsten Sachen an Stuttgart ist dieser Kessel und die Steige und dieser Blick auf die Stadt. Gerade wenn es dunkel ist, wenn die Lichter leuchten und sowas, ne? Das ist so, ich denke mir immer, das ist einzigartig in Stuttgart. Man hat es eigentlich in jeder anderen oder in vielen anderen Städten. Es gibt natürlich ein paar Städte, die das auch haben, ne? Lissabon oder so, hast ja auch diese vielen Hügel, wo du dann über die ganze Stadt gucken kannst. Aber in den meisten Städten hast du das nur, wenn du in einem Hochhaus bist oder in einem Fernsehturm, dass du das so sehen kannst. Und in Stuttgart siehst du das halt irgendwie auf so, kann man das irgendwie auf so eine natürlichere Art und Weise erleben, dieses faszinierende tausende elektrische Lichter und architektonische kleine Puzzlestückchen und sowas. Das liebe ich sehr, 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 sehr. Voll. Da gab es zum Beispiel auch so eine Oldschool-Sendung, ich glaube, es war nicht Yo MTV Raps, auf MTV so eine andere Hip-Hop-Sendung hatten, die, wo die massiven Töne dann da waren und auch genau dort, weil da war ja damals dieses Benztown-Studio auch in den Hügeln und so. Und das finde ich so Weltklasse einfach. Ja. Das ist Weltklasse. Dafür ist Stuttgart auf jeden Fall unterschätzt, finde ich. Das hat man nicht so, wenn man nicht aus Stuttgart kommt und irgendwie so in Norddeutschland lebt und so, man weiß gar nicht, was. Man muss es so erleben. Ja, voll. Absolut. Hey, das ist voll cool, weil wir sind eigentlich schon komplett in unserem letzten Element drin, nämlich in dem Sprich Stuttgart-Fragebogen. Die treuen Hörer kennen es wieder. Ich spiele trotzdem jetzt mal den Jingle und dann sprechen wir noch kurz über Stuttgart, bevor wir dann auch schon ans Ende unserer Folge kommen. Sprich Stuttgart, Fragebogen. Also eigentlich, wie gesagt, wir sind schon voll drin im Stuttgart-Fragebogen. Du hast gerade schon voll beschrieben, was ist für dich an Stuttgart besonders, was ist einmalig an Stuttgart. Vielleicht
können wir noch mal hier von der anderen Seite drauf gucken. Was nervt dich in Stuttgart? In Stuttgart nervt mich natürlich wie alle die Baustellen. Klassiker. Gerade am Bahnhof, ne, Richtung Osten, so die Durchfahrt, die jede Woche gefühlt anders ist und man muss sich auf neue Spurführungen und sowas, vierspurige Spurführungen einstellen, die auf einmal komplett wieder anders sind. Komplett stressig. Größte Katastrophe. ansonsten nervt mich in Stuttgart, dass ich, also mir ist die Kult, also es gibt immer so Kulturorte, die einfach kaputt gemacht werden aus wirtschaftlichen Gründen, oder ich weiß nicht, ob Wirtschaft jetzt das richtige Wort ist, aber so, ich denke halt so, ne, an die Radiobar, wo die ganze Kolchose und Freundeskreis Massive Töne, Afrop und so, ne, diese ganze Bewegung, die so wichtig auch für die Stadt musikalisch ist und sowas. Das ist ein Gebäude, das einfach abgerissen wurde und das so ein wichtiger Ort war, sowas, ne? Oder jetzt in das Chimperator-Büro, ne, wo Carlo groß geworden ist und dort Videos gedreht hat und alles Mögliche dort passiert ist und sowas, wurde abgerissen und sowas, ne? Ich war vor 2 Jahren war ich in London und da standen wir an dem Apple-Gebäude von den Beatles, ne, wo das Label drin war und so. Und es hat mich so genau an dieses Chimperator-Gebäude erinnert. Und ich dachte so, okay, krass, hier in London steht dieses Gebäude einfach immer noch und wird so denkmalgeschützt und sowas. Und in Stuttgart wird dann wahrscheinlich in 100 Jahren an irgendeinem modernen Gebäude halt eine Tafel stehen. Hier war mal ein Gebäude, wo hier vor 5 Gebäuden stand hier mal ein Gebäude, wo kulturell was Bedeutendes passiert ist und sowas. Das finde ich irgendwie schade, dass da keine Weizen, jetzt nicht, dass ich jetzt die Sachen jetzt unbedingt mit den Beatles vergleichbar wären, so, aber ich finde, für die Stadt waren das schon besondere kulturelle Momente, so, ne? Und das so wenig wertzuschätzen, finde ich schade. Das nervt mich ein bisschen. Ja. Kann ich voll nachvollziehen. Du hast jetzt, um nochmal so dein Stichwort Stuttgart-Erleben aufzugreifen, du hast schon vorher gesagt, wie das so bei dir der Fall ist, wie du Stuttgart auch wertschätzt. Aber kannst du dich denn noch daran erinnern, wie und wann du Stuttgart so zum ersten Mal bewusst erlebt hast? Das erste Mal habe ich Stuttgart bewusst erlebt, als ganz, also ich muss 5 oder 6 gewesen sein, frisch in Deutschland mit Mama und Papa in die Wilhelma fahren und dort durchlaufen, die Tiere anschauen und mein kleines Neonpferdchen verlieren und auf der Rückfahrt die ganze Zeit heulen, weil es weg ist. Nein. Das weiß ich auf jeden Fall. Schön und traumatisch zugleich. Genau. Ja. Mit wem in Stuttgart würdest du gerne mal ins Gespräch kommen? Es gibt. Ich vergesse den Namen immer. Ich habe das schlechteste Namensgedächtnis. Tut mir so leid, es ist kein. Mit allem Respekt, Ulf, ja, ich weiß, sein Vorname ist Ulf Mo. Er ist auf jeden Fall eine Legende. Ich werde mir seinen Namen noch merken, bevor ich mit ihm ins Gespräch komme. Aber er ist dreimaliger Astronaut. War dreimal im Weltall und mit ihm würde ich sehr, sehr gerne sprechen. Es tut mir so leid, dass ich mir den Nachnamen nicht merken konnte. Shoutout an Ulf, wenn du das hörst, melde Ulf, dich. Ulf M heißt er auf jeden Fall. Mit ihm würde ich gerne sprechen. Das ist, ich finde es mega faszinierend und respektabel und so. Und ich würde gerne wissen, von jemandem das zu hören, weißt du, wie das war und sowas. Dort oben zu schweben und so wie so ein. Das ist krass. Völlig losgelöst von der Erde. Genau. Und der nächste Ohrwurm, Johanna, Mann. Ja, so genau. Kurz vor Schluss muss man das nochmal rausbringen. Ja. So, ganz damit. Genau. Sprich, Stuttgart plant eine Stuttgart-Soap. Wie lautet der Titel? Eine Stuttgart-Soap. Schlaflos am Killesberg.
Sprich Stuttgart. Der Podcast für und über Stuttgart. Infos unter www.sprichstuttgart.de. Folgen auf Instagram oder LinkedIn. Feedback oder Gästevorschläge bitte an hallo@sprichstuttgart.de. Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart.